Heute machen wir weiter mit den textlinguistischen Begriffen. Es ist ja zunächst mal so ein bisschen eine lose Folge, die auch aber alle inhaltlich zusammenhängen von Begriffen, die wir häufig brauchen im Unterricht und zu den Begriffen, die wir ganz besonders häufig brauchen beim Übersetzen oder beim Kommentieren von Übersetzungen, sind die Ausdrücke, damit bezeichneten Begriffe Kohäsion und Kohärenz. Also der Unterschied, vielleicht kennen Sie das auch von der Schule, vielleicht vom Deutschunterricht her, Kohäsion bezieht sich auf den grammatischen oder syntaktischen Zusammenhang in einem Satz. Das heißt also, dass zum Beispiel die Flexionsendungen übereinstimmen. Ne, wenn die zum Beispiel nicht übereinstimmen würden, wenn wir sagen würden, ich halte einen Vortrag, ja, dann verstehen Sie das zwar, aber es ist nicht kohäsiv, weil die Flexionsendungen nicht übereinstimmen. Also das, im Gegensatz dazu ist die Kohärenz und der Ausdruck Kohärenz bezieht sich auf den logischen Zusammenhang, in einem Text oder auch in einem Satz zunächst mal. Und dabei geht es zum einen also auf den textinternen logischen Zusammenhang, aber auch auf die Übereinstimmung von den textinternen, textexternen Faktoren, wie wir das zum Beispiel gestern schon hatten. Ich habe den Ausdruck ja Kohärenz gestern schon verwendet, in Bezug auf das Haar auf der Tür. Also ich sagte, wenn ich jetzt auf dieser Tür ein Haar auf diese Tür schreibe, dann ist das insofern nicht mit der Situation oder mit dem Kontext nicht kohärent, als hinter dieser Tür ja keine Toilette ist. Ja? Das wäre also dann die erweiterte Form von Kohärenz. Damit zusammenhängend ist dann der Begriff der kohärenzstiftenden Merkmale. Das brauchen wir auch oft im Unterricht, weil man in einem Text dafür sorgen kann, dass man durch bestimmte strukturelle Elemente oder auch bestimmte Wörter dafür sorgen kann, dass der logische Zusammenhang in einem Text deutlicher wird. Ja? Und diese auch zum Beispiel durch einen Satzbau selber, sondern auch durch eine bestimmte Anordnung der Sätze und der Struktur innerhalb der Sätze. Ein typisches Beispiel für ein kohärenzstiftendes Merkmal ist die sogenannte lineare Thema-Rema-Progression. Also wobei nicht jede Thema-Rema-Progression linear ist, aber eben eine lineare Thema-Rema-Progression, das sorgt für Kohärenz in einem Text. Und hier mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt also sagen würde, dies ist ein Notebook, hat eine Festplatte und diese hat 250 GB Speicherkapazität und davon sind 100 GB frei, dann ist in dieser Folge von Sätzen, ist ein Beispiel, ein einfaches Beispiel von linearer Thema-Rema-Progression. Dazu muss man erstmal wissen, was ein Thema ist, was ein Rema ist. Das Thema ist, also in diesem Kontext, es gibt auch andere Definitionen, in diesem Kontext ist das Thema dann das Bekannte, das, was man als beim Leser oder Hörer als bekannt voraussetzen kann. Wenn ich also sage, ich habe ein Notebook, dann wissen Sie, okay, ich rede jetzt mal von wir und wer das ist, das wissen Sie allmählich. Und ich habe ein Notebook. Das Neue in diesem Satz, in dieser Äußerung ist dann Notebook. Und das neu Eingeführte ist dann zunächst mal in diesem Satz dann das Rema. Wenn ich jetzt einen neuen Satz anschließe, dann kann ich sagen, es, und Sie wissen inzwischen, was es ist, ja, nämlich das Notebook, von dem ich gerade gesprochen habe. Es hat eine Festplatte. Dann ist also das es ist bekannt. Und das, was jetzt neu ist, das ist das Rema, das ist die Festplatte. Wenn ich jetzt also eine lineare Thema-Rema-Progression erzeugen will und dadurch den Leser also richtig geradlinig durch meinen Text in mein Thema führen will, was muss dann im nächsten Satz das Thema sein? Festplatte, ne? Weil ich dann über die Festplatte rede. Ja? Ja? Und ich muss jetzt nicht das Wort Festplatte wieder aufgreifen, ich kann auch ein Pronomen nehmen. Ja? Diese hat 250 GB Speicherkapazität. Dann ist also Speicherkapazität ist dann das Rema in diesem Satz. Wenn ich jetzt linear weiterreden wollte, ja, dann müsste ich im nächsten Satz über Speicherkapazität reden. Speicherkapazität kann man nie genug haben. Ja? Nie genug haben zu wollen, ist ein typisches Merkmal unserer Gesellschaft. Gesellschaft ist überhaupt etwas Schönes. Schön ist auch das und das. Ja? Also das wäre dann eine bis zum Exzess getriebene lineare Thema-Rema-Progression. Man kann die Sätze auch in sich jeweils grammatisch korrekt, kohäsiv auch anders formulieren. Aber wenn man es so macht, dann führt man den Leser sehr, sehr straff in einen Sachverhalt ein. Also typische Texte, die so
eigentlich fast immer so gebaut sind, sind populärwissenschaftliche Zeitschriften, insbesondere zum Beispiel National Geographic und Scientific American, Spektrum der Wissenschaft. Also alle diese Texte, die versuchen, einen interessierten Leser möglichst straff und ohne besondere Anstrengung in neue Sachverhalte einzuführen. Ja, also man würde es auch anders verstehen, wenn man es komplizierter und verknoteter ausdrücken würde, aber ist natürlich einfacher, wenn ich so das so Stück für Stück, Schritt für Schritt schön geradlinig die Gedanken des Lesers durch die Materie führe. So mehr braucht man eigentlich dazu nicht. Das habe ich ja schon gesagt. Davon sind ja 100 Gigabyte frei. Freiheit ist was Schönes, ja, und so weiter. So, Themawechsel, es kommt wieder was anderes. Wir reden zwar natürlich immer noch über Texte. Wir haben auch schon mal kurz erwähnt oder daraus angesprochen, dass es ein bisschen ein Problem ist, was überhaupt ein Text ist. Jetzt kommt etwas, worauf ich nicht näher eingehe, weil das später auch nochmal öfters kommt. Ich mache es nochmal aus. Nein. Moment. Nein. Ich bin es nicht, oder? Bin ich das? Nein. Nein. Nein, also ich bin es nicht. Ich glaube, Sie machen mal auf Pause oder Sie fischen es ja hinterher sowieso raus. Ja? Ja. Was haben wir denn gestern gemacht? Einfach nur gewartet, ne? Ausgeschaltet und gewartet. Ja. Also sobald ich das Mikrofon einschalte, Mist. Brauchen wir das? Ja, ne? Sie brauchen es nicht, ne? Hören Sie mich auch ohne? Dann machen wir das aus? Gut, okay. Also, wo waren wir? Bei den Textualitätskriterien. Es gibt sehr viele Versuche zu definieren, was überhaupt ein Text ist. Ich habe gerade im letzten Semester eine Seminararbeit zu dem Thema vergeben, über verschiedene Textdefinitionen über die Jahrzehnte. Da kommt so eine fast, ja, je nachdem wie detailliert man das macht, so eine dreistellige Anzahl von Definitionsversuchen zusammen. Also mit deren Darstellung, ich sie jetzt sagen wir nicht gleich in der ersten Veranstaltung langweilen will, das können wir vielleicht später noch machen. Aber jedenfalls, wir kommen da später nochmal drauf zurück. Jedenfalls man kann eben dann Kriterien aufstellen, die Gebilde führt es gerade mal ein, Text hat ja was mit Textur zu tun. Also ein Text ist ein Geflecht von verschiedenen Zeichen. Das können verbales Zeichen sein, das können auch nonverbale Zeichen sein, wobei schon da in der Hinsicht die verschiedenen Textdefinitionen, sagen wir, sich unterscheiden. Es gibt Textdefinitionen, die meisten gehen davon aus, dass ein Text ein grundsätzlich etwas Verbales ist und berücksichtigen also nonverbale Elemente überhaupt nicht und gehen grundsätzlich davon aus, dass es eben irgendwas mit Buchstaben sein muss, was dann nun sehr, sehr eng eigentlich gesehen ist. Es müssen ja, wie ich das gestern schon gezeigt habe, bestehen ja gerade insbesondere Fachtexte aus einem Nebeneinander. Wir nennen das eine semiotische Funktionsgemeinschaft von nonverbalen, verbalen Elementen. Und die Botschaft wird jetzt nicht nur durch die verbalen Elemente vermittelt, sondern eben auch durch die nonverbalen Elemente, also durch die Abbildung. Zum Beispiel auch die Typografie, die spielt ja auch eine Rolle.
Und insofern sind also rein linguistische Textdefinitionen, die Bilder ausklammern oder ignorieren, decken eigentlich nicht alles das ab, was relevant ist. Jedenfalls eine Liste von Textualitätskriterien, die in der Übersetzungswissenschaft relativ häufig auftauchen, auf die sie häufig Bezug genommen wird. Die werden Sie häufig in Zitaten finden. Und auch hier bei uns im Haus von verschiedenen Kollegen werden diese Textualitätskriterien, die ich gleich vorstelle oder aufliste, häufig verwendet. Und die stammen letztendlich von de Beaugrand einerseits und Dressler andererseits und wurden dann später von Neubert und Schrieff wieder aufgenommen und weiter propagiert. Und das sind die folgenden Kriterien: Situationalität, Intentionalität, Akzeptabilität, Informativität, Kohärenz und Kohäsion und dann noch die Intertextualität. Ich gehe da jetzt nicht näher drauf ein, das würde doch ziemlich lange nochmal dauern. Nur auf zwei Punkte, wie gesagt, Sie können es nachlesen, außerdem kommt es in anderen Veranstaltungen noch, nur dass Sie die Punkte schon mal kennen. Und was, wir haben gerade Kohärenz und Kohäsion schon angesprochen, in der Textualität möchte ich noch kurz erwähnen, weil der Ausdruck noch gar nicht fiel. Das heißt, wenn ich Ihnen einen Text oder zeige zum Beispiel einfach diese Zeitung, dann sehen Sie schon von Weitem, dass das eine Zeitung ist. Sie müssen das gar nicht im Lesen, sondern sehen schon, wie das Ganze aussieht, wie es strukturiert ist, dass das eine Zeitung ist. Man erkennt also Textsorten. Ich könnte auch eine Bedienungsanleitung hochhalten oder eine Todesanzeige. Sie würden sofort an bestimmten Strukturmarkierungen erkennen, was das für eine Textsorte ist. Und anhand dieser und dann anhand des gesamten Erscheinungsbilds, zu dem eben auch meiner Ansicht nach die Typografie und das Layout gehört, kennt man die Textsortenzugehörigkeit. Und das fällt also unter diesen Begriff, das Merkmal der Intertextualität. Ja, da habe ich jetzt, glaube ich, auch. Ja, und dann wollte ich noch über die Kohäsion sprechen. Genau. In dieser Liste, die also von vielen Leuten verwendet wird und sagen, das sind die Textualitätsmerkmale, ist eben auch die Kohäsion drin. Das heißt, man argumentiert, sagt also, ein Text muss kohäsiv sein, um ein Text zu sein. Dem könnte man entgegenhalten und ich halte dem entgegen, dass es Gebilde gibt, die man üblicherweise als Text bezeichnet, die aber nicht kohäsiv sind. Zum Beispiel die Textsorte Ersatzteilkatalog. Ja, also wenn ich übrigens etwas, was auch zu übersetzen ist. Also nicht so, dass man so etwas, was Sie hier gerade sehen, dass das kein Gegenstand von Übersetzungen wäre. Und wenn ich Ihnen das jetzt nochmal als solche Kataloge sind durchaus auch sehr dick, können also Tausende von Seiten umfassen und werden eigentlich durchaus üblicherweise als Text Sorte bezeichnet. Wenn es eine Textsorte ist, muss es ja auch ein Text sein. Aber wenn Sie das hier so sehen, Sie müssen es jetzt nicht verstehen, aber Sie sehen, das sind ja keine Sätze. Das sind ja nur einfach eine Auflistung von Wörtern. Und insofern ist keine Kohäsion da. Kohärenz ist da, weil es einen logischen inneren Zusammenhang gibt. Das sind alles Teile, die in dem Fall jetzt mit Motoren zu tun haben, mit Automotoren zu tun haben, in dem speziellen Fall auch von einem ganz speziellen Automotor. Insofern ist der logische Zusammenhang da, also Kohärenz ja, aber keine Kohäsivität, keine Kohäsion. Ja? Also danach würde es nach den Textualitätskriterien von Beaugrand-Dressler und Neubert-Schrieff wäre das kein Text, weil das Kriterium der Kohäsion nicht erfüllt ist. Versteht mich jemand? Ja? Also nun kann man sagen, naja, bitteschön, dann ist es eben kein Text. Voilà, gut, dann kann ich die Textualitätskriterien so lassen, wie sie sind. Wenn Sie aber sagen, also natürlich ist das ein Text, ist eine Textsorte, jeder sagt, dass es eine Textsorte ist. Wenn es eine Textsorte ist, dann muss ich auch ein Text sein. Und dann kann das Kriterium der Kohäsion nicht stimmen. Verstehen Sie das Problem? Wir könnten das noch weiter spinnen, aber das würde dann auch zu weit führen. Denken Sie nur mal aber jetzt an dadaistische Texte. Ja? Die sind kohäsiv, sind aber nicht kohärent, könnte man argumentieren. Also wenn ich jetzt so etwas sagen würde wie Wunde Waschmaschine will Wauwau weben, ja, das ist grammatisch in Ordnung, ja, aber es hat keinen vernünftigen logischen Zusammenhang. Also es ist eigentlich nicht kohärent, weil Waschmaschine normalerweise nicht Wauwau weben. Aber es klingt schön, ja, und Dadaismus-Texte sind das so. Ja. Also insofern könnte man ja auch noch drüber nachdenken, inwieweit das Kriterium der Kohärenz so elementar wichtig ist für das Definition dessen, was ein Text ist. Ja?
Versteht nicht jemand? Ja. Also man kann über diese Aspekte schon noch nachdenken und auch noch reden und auch andere Auffassungen zu anderen Auffassungen gelangen. Und das bringt ja auch die Wissenschaft vorwärts, dass man das, was schon mal publiziert wurde, was andere schon gedacht haben, dass man sich das überlegen sagt, ja, einerseits ist das ja gut und vernünftig und plausibel, aber andererseits gibt es Fälle, wo das nicht passt. Und dann kann man das relativieren und kann sagen, okay, müssen wir vielleicht an den Textualitätskriterien ein bisschen was ändern. Und das haben auch viele Leute schon gemacht. Aber noch etwas, was ich ja auch schon gestern Ihnen gezeigt hatte, das habe ich ja kurz eben auch angesprochen, dass eben viele Textsorten, vor allen Dingen die Gebrauchstextsorten, die sind fast immer eine semiotische Funktionsgemeinschaft aus verbalen und nonverbalen Elementen. Das heißt also, zu einem Textbegriff und zu einer Textdefinition muss dazugehören, dass ein Text auch nonverbal, also grafische Elemente enthalten kann, meistens enthält, und dass diese grafischen Elemente, diese nonverbalen Elemente nicht einfach nur Dekor sind, sondern Teil dieses Botschaftsträgerverbundes, und dass man den Text als Ganzes nicht verstehen kann, die nicht intendierte Kommunikationsabsicht nicht erfüllt, wenn man nicht auch die Abbildungen rezipiert. Und deswegen, das bedeutet eben auch für uns als Übersetzer und Dolmetscher, hier betrifft es ja in erster Linie die Übersetzer, dass es nicht damit getan ist, nur den Verbaltext übersetzen oder zu lesen, zu rezipieren und dann zu übersetzen, sondern man muss auch die Abbildungen rezipieren, um das Ganze zu verstehen und dann eben auch vernünftig übersetzen zu können. Und das haben wir, ist ein anderes Beispiel zu dem gleichen Thema. Sehr viele Texte sind eben überhaupt nur nonverbal. Oder ja, ich sage jetzt mal, was meine Auffassung ist. Ich bezeichne eben auch dieses als Text. Ja? Manche Leute würden das nicht als Text bezeichnen, weil sie sagen, wo sind hier die Wörter? Ja, denken Sie an diese Mappenbeut-Anleitung von gestern. Da können wir sagen, ja, das ist ja auch ein Text, da stand ja ein Klick. Ja? Aber das kann es doch wohl wirklich nicht sein, dass ich, wenn ich eine Anleitung habe, die aus 10 Seiten besteht und davon sind 9 Seiten nonverbal und auf der 10. Seite steht irgendwo ein Klick und sage ich, ja, weil es noch einen Klick enthält, deswegen ist es ein Text, wenn da kein Klick stünde, wäre es kein Text mehr, weil es nur nonverbal ist. Das kann es doch nicht sein. Ja? Also muss man schon zulassen, dass es auch überhaupt komplett nonverbal sein kann. Also das ist jetzt kein Bild zum Betrachten, sondern vermittelt eine Handlungsanweisung in dem konkreten Fall und ist durchaus eben insofern ein Text halt nonverbal. Ja? Auch das hatten wir schon, nur zur Erinnerung, das hat eben auch mit dem Problem dessen zu tun, mit der Abgrenzung, was ist ein Text, was ist noch ein Text und was ist dann kein Text mehr. So, Susanne Göpferich hat im Rahmen ihrer Doktorarbeit auch verschiedene Textdefinitionen analysiert, zusammengestellt und daraus dann Textualitätskriterien zusammengestellt, die in verschiedenen Textdefinitionen vorkommen, und ist dabei dann auch folgende Textualitätsmerkmale gekommen. Zum einen also thematische Orientierung, das heißt, es muss ein bloßes zusammengeschütteltes Sammelsurium von Wörtern ist noch kein Text. Ja, also es muss schon das Ganze ein Thema haben, es muss eine kommunikative Absicht haben, also Intentionalität, es muss eine erkennbare kommunikative Funktion haben. Machen wir mal weiter. Es muss kohärent sein. Darüber könnte man sich im Fall von Dadaismus-Texten vielleicht streiten. Die Kohäsion ist nicht da. Es muss aber irgendwie delimitiert sein, also begrenzt sein. Also nicht ein willkürlich herausgegriffenes Fragment aus einem ganzen Gebilde, kann man nicht sagen, das ist jetzt schon ein Text. Also wenn ich jetzt aus einem, was könnte man denn nehmen? Ja, wenn man aus dem, was Sie auf dieser Folie sehen, einfach mitten raus kommunikative Funktion rausnehmen würde, das ist dann insgesamt noch kein Text. Ja? Es muss schon was komplettes Ganze sein. Man kann diese Delimitiertheit kann man zum Beispiel daran erkennen, dass wenn es also ein Roman wäre, dass es einen Anfang und ein Ende hat. Wenn es ein Buch ist, man könnte sagen, das ist auch vorne eine Einleitung hat oder ein Inhaltsverzeichnis und am Ende ein Register. Also es gibt solche Merkmale, an denen man eben erkennt, das ist ein komplettes Ganzes. Huch, das war's schon, ja. Jetzt kommt ja noch die Formulierung. Wenn man diese Faktoren
und Textualitätskriterien nun einbaut in eine Formulierung, kommen wir zu diesem Textbegriff. Das ist also der stützt sich einerseits auf die Textualitätskriterien von Göpferich, ist aber im Teil in kleinen Punkten noch erweitert, nämlich in diesen Punkten. Ein Text, und dann haben wir jetzt alle Folgendes, ein Text ist ein thematisch und oder funktional orientierter, kohärenter Komplex aus verbalen und oder nonverbalen Zeichen. Das heißt, er kann auch nur aus nonverbalen Zeichen bestehen, ne? Also und nonverbalen Zeichen oder im Extremfall, vielleicht, Sie können auch sagen, das ist eine Elfenbeinschnitzerei oder Sophisterei, diesen Fall zu unterstellen, aber ich finde, es ist nicht an den Haaren herbeigezogen. Also oder nonverbalen Zeichen, die einen für den Adressaten erkennbare kommunikative Funktion erfüllt. Adressaten habe ich fett gedruckt, nicht für den Rezipienten, sondern für den Adressaten. Also ein okkasioneller Leser oder Zuhörer, das ist ja nicht unser Adressat. Ob der die Funktion erkennt oder nicht, ist uns ja eigentlich egal. Ja, ist es ja nicht unser Adressat. Also sollten wir an der Stelle nicht von Rezipient reden, sondern vom Adressat. Das heißt, die Person, für die es gedacht ist. Ja? Und eine inhaltlich und oder funktional abgeschlossene Einheit bildet. Man könnte sich überlegen, also um auch dem Dadaismus Rechnung zu tragen, dass man hier das Kohärenz streicht, denn Dadaismus-Texte, wir erkennen sie auch, also Dadaismus-Texte erfüllen das Kriterium der Intertextualität insofern, also wenn Sie einen sehen, erkennen Sie einen. Also wenn Sie überhaupt wissen, was Dadaismus ist und Sie sehen einen Text aus dieser Kunstrichtung, ja, manche würden sagen, das ist doch keine Kunst, aber ich sehe das so, ja, dann erkennt man die, weil die eben bestimmte gemeinsame Merkmale haben. Insofern können wir sagen, ist es ein funktional orientierter, thematisch und oder funktional orientierter Komplex aus, in dem Fall bei Dadaismus, verbalen Zeichen, die einen für den Adressaten erkennbare kommunikative Funktion erfüllt und eine inhaltlich, in dem Fall vielleicht eher nicht inhaltlich, sondern eher funktional abgeschlossene Einheit bildet. Ja, damit würden wir auch dem Dadaismus als Grenzfall, als Extremfall gerecht werden. So, jedenfalls, das ist der Textbegriff, den ich in meinen Veranstaltungen verwende. Ja, andere Kollegen im Haus verwenden eher andere Textbegriffe oder vor allen Dingen auch besonders häufig den Textbegriff von Bocron-Dressler und Neubert-Schrieff, wobei Neubert ist ja, damit ist gemeint Professor Albrecht Neubert, mein Vorgänger hier am Institut, der hier bisher, also bevor ich hierher berufen wurde, die Professur für Übersetzungswissenschaft inne hatte. Und insofern passt es natürlich auch sehr gut, wenn wir hier in Leipzig einen Textbegriff verwenden, der also von Leipzigern in der Leipziger Übersetzungswissenschaftlichen Schule jahrelang vertreten wurde. Aber wie gesagt, mir gefällt das nicht so ganz. Entschuldigung, ich habe noch eine Frage. Kann ich nochmal zurück? Ja, klar. Das wäre, ich wollte spontan sagen, der Ersatzteilkatalog. Ja, der hat eine bestimmte Funktion. Man könnte darüber streiten, ob der jetzt ein Thema hat. Aber er hätte sogar auch ein Thema, weil es ja die Teile sind zu einem Motor. Fällt jetzt kein Beispiel. Ja, stimmt, hätte auch ein gemeinsames Thema. Wie ist das mit unserem Haar an der Tür? Ist das ein Thema? Oder hat das nur eine Funktion? Ja, also insofern müsste man vielleicht nochmal drüber, ja, ist eine schöne Frage, müsste man drüber nachdenken, ob es funktional orientiert sein könnte ohne Thema. Na, das ist doch die Frage. Kann etwas eine kommunikative Funktion haben ohne ein Thema zu haben. Und ob es dann ein Text ist. Vielleicht würde der Dadaismus das wieder passen. Ja. Also nehmen wir das Beispiel Wunde Waschmaschine will Wauwau weben.
Naja, also stellen Sie sich vor, also ich hatte früher mal mit einem Freund zusammen, der solche Texte verfasst hat. Wir haben so Dadaismus-Soirees gemacht und dann kam so dieses typische Soiree-Publikum. Kultivierte Leute kamen dann entsprechend angezogen zu diesen Soirees und haben sich dann hingesetzt in die Lounge und wir haben dann diese Dadaismus-Texte vorgetragen und die Leute haben das genossen, ja, haben dann ihren Champagner dazu getrunken und das ist die Funktion. Das ist die Funktion. Man geht dahin auf eine Dadaismus-Soiree und trifft andere Leute, die sowas auch gutieren und freut sich und hört sich das an und delektiert sich an dem Klang der Wörter. Aber hat nicht jeder Text irgendwo ein Thema? Also in dem Moment, wo ich einen Satz bilde oder ein bestimmte Elemente, sei es nun verbal oder nonverbal, irgendwo einsetze, hat das Ding doch irgendwie ein Thema, oder nicht? Also welcher Text hat kein Thema? Muss ich mal drüber nachdenken. Also selbst das Haar auf der Toilettentür hat ja eigentlich ein Thema. Ja, nehmen wir jetzt eine Einrichtliste ja. Oder was? Ja. Also meiner Meinung nach ja. Kann ein Text nicht ohne Thema eine Funktion haben, wenn man ein Thema hat. Weil grundsätzlich ist die Funktion von einem Text, über ein Thema zu informieren. Hm. Meiner Meinung nach. Ja, ja. Das heißt, wir müssten das... Ja, ja, es klingt, es gefällt mir gut. Ja, also wir müssen überlegen... Das Schrägstrich oder müsste raus dann, ne? Weil wenn ich das jetzt zusammenfasse, was Sie gerade gesagt haben, dann ist es nicht und oder, sondern es ist und. Kann man zum Beispiel einfach nur alt rufen, um jemanden aufzuhalten oder so, weil er sich in Gefahr begibt? Also wenn wir an Verkehrszeichen denken oder dieser Zuruf, er sagt gerade, wenn ich jetzt jemand nur Halt zurufe, ne? Dann ist das delimitiert, ist situativ, also das wären auch die anderen Kriterien, hat eine erkennbare kommunikative Funktion, hat eine Funktion, ist eine abgeschlossene Einheit. Was ist das Thema? Das Thema ist dasjenige, ja. Ist dann ein sehr kompaktes, kurzes Thema, ne? Aber man könnte sagen, das Thema ist die Person, die strukturelle Integrität der Personen zu sichern. Ja, genau, also das Thema eine akustische Maßnahme zur Sicherstellung der strukturellen Integrität eines Passanten, indem sie jemanden zurufe, halt, ja, da kommt ein Lastwagen oder so. Ja, ja, würde doch, überzeugt ihn nicht, er guckt ganz skeptisch, ja. Um das zu tun, ja, ja, stimmt, ja, ja, ist im Grunde auch wieder die Funktion. Ne? Also man hätte auch sagen können, das ist das Thema, um das es geht. Ja? Andererseits ist es auch die Funktion dieser Äußerung. Ich sehe schon, also ich muss da nochmal drüber nachdenken, ja, gefällt mir aber gut, der Einwand. Also vielleicht sollte man tatsächlich, also im Moment bin ich eigentlich schon fast überzeugt, mir fällt jetzt auch kein anderes Argument ein, dass man dieses Schrägstrich oder, dass man darauf verzichten sollte oder es darauf verzichten kann. Ja, ja, noch ein. Ich wollte noch sagen, dass ansonsten bei Texten, die ein bisschen länger sind, doch immer dann die Gemeinsamkeit der verschiedenen semantischen Symbole dann das Thema ist, oder? Diese Überschneidung von Sinn. Das sehe ich jetzt nicht. Was hat das jetzt mit dieser Funktion- und Thema-Geschichte zu tun? Also wenn ich also ein längeres Textgeflecht habe, also ich sage, wenn es nicht nur so eine minimalistische Äußerung ist, ja. Sie sprachen dann von der Gemeinsamkeit der semantischen oder semiotischen, was haben Sie gesagt, Symbole? Ja. Ja, das, was Sie jetzt gerade sagen, da haben wir einen Fachausdruck dafür, das wäre eine sogenannte Isotopiekette, wenn Sie also ein Thema in einem Text immer wieder aufgreifen. Das muss nicht mit demselben Wort sein. Ja? Also ich könnte, ja, das wäre, und Sie wollen damit sagen, wenn ich das nicht habe, dann habe ich kein Thema. Oder, zwar eine Funktion, aber kein Thema. Dann ist das auch das Thema, oder nicht?
Ja, richtig. Aber was... Es stimmt, aber das bringt uns jetzt in der Diskussion, ob wir auf Thema verzichten können, ob wir auf dieses Und-Oder verzichten können, das bringt uns jetzt, glaube ich, nicht weiter, wenn ich das... Ich wollte darauf zugehen, was Sie gesagt haben, dass Dadaismus kein Thema hat. Ach so, weil, weil ja. Ja. Ich denke, Thema und Funktion bei manchen Texten sind anders. Also kann man die unterscheiden, weil in Bezug auf Adressanten vielleicht zum Beispiel, weil vielleicht H für mich, also das ist ein Thema schon, das ist ein Thema, das dahinter steckt. Aber für mich, also das bedeutet nichts für mich, wenn ich damit nicht gemeint bin. Also wenn ich ein Herr bin oder wenn, ja, zum Beispiel was anderes. Bezieht auf alle Menschen, aber zum Beispiel die Leute, die damit nicht gemeint sind, hat diese Text keine Funktion auf sie. Also das ist ich weiß, was Sie meinen. Ich glaube zu wissen, was Sie meinen. Ne? Also wir müssen auf jeden Fall und schon, wir müssen im Prinzip schon unterscheiden zwischen Begriffen Thema und Funktion. Also das Thema ist das, worüber es geht, ja, und die Funktion ist die kommunikative Absicht, die ich damit verbinde. Also was ich damit erreichen will. Ja, das ist schon klar. Ne? Nur die Frage ist, ob es möglich ist, dass etwas eine Funktion hat, aber kein Thema, ob es den Fall geben kann. Dass zwar etwas eine Funktion hat, aber ich habe nichts, worum es geht. Ja, und das ist das, was mich gerade ein bisschen irritiert, ja, ob es den Fall geben kann. Ich habe vorhin den Einwand mit den Ausrufen ganz berechtigt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage na oder ach, so, dann habe ich zwar ein verbales Zeichen und eigentlich, wie ich jetzt gerade so sehe, sind eigentlich schon viele Kriterien erfüllt, aber das Thema ist flexibel. Also man hat eine Funktionalität, also man spricht jemanden an oder man äußert sich, aber man weiß nicht, worum es geht. Also das wäre vielleicht ein... Dann nähern wir uns auch wieder so dem Grenzbereich des Textbegriffs, ob zum Beispiel so prosodische Elemente wie, ob das jetzt auch ein Text ist. Man könnte sagen, warum nicht? Ich habe eine kommunikative Intention, also wenn jemand, ich möchte jemanden davon abhalten, etwas weiter fortzuführen und ich sage, ja, dann funktioniert das ja normalerweise. Ich könnte es auch anders formulieren, ich könnte es auch verbalisieren, mache es aber anders. Insofern wäre es dann im Grunde vielleicht auch ein Text, ist delimitiert, ja, hat eine Intention, hat eine Funktion und dann können wir sagen, aber das hat auch kein Thema. Ja, wäre vielleicht ein Punkt. Ja. Okay, Sie sehen, das ist hochspannend, ja, aber wenn wir könnten da, das ist was jetzt gerade so entstanden ist, das wäre genau das, was wir eigentlich in Seminaren machen. Ja, also das mal so, dass man etwas, zum Beispiel das Thema eines Seminars könnte sein oder ist gelegentlich mal auch die verschiedenen Textbegriffe in der Translation und dass wir uns die also mal anhören, die werden in Referaten vorgestellt und dass wir dann in der Diskussion dieser einzelnen Referate der verschiedenen Textbegriffe sagen, ja, was spricht dafür, was spricht dagegen und dann kommt man auf solche Dinge. Ja. Und das ist dann richtig, das ist dann auch dialogisch, also nicht nur Dialog, sondern der Seminarismus besteht eben auch darin, dass dann alle sich mehr oder weniger einbringen und dass wir dann solche Punkte diskutieren können und dass es dann auch einen weiterbringt. Ja? Daraus können dann durchaus auch neue Publikationen, neue Aufsätze entstehen, wenn man sagt, okay, der und der Textbegriff und bei dem und dem könnte man dahingehend modifizieren, indem man aus den Gründen das ändert. Aber das können wir jetzt hier nicht weiter ausführen, so gerne ich das jetzt machen würde, weil wir nämlich sonst nicht hinkommen, zumal ich mir eigentlich vorgenommen habe, dass wir um 17 Uhr aufhören, nicht erst um 18 Uhr. So, etwas anderes, was wir auch brauchen, ich habe jetzt vorhin schon mehrmals von Textsorten gesprochen, aber ich habe nicht von Texttypen bisher gesprochen, bewusst. Und das ist ein Ausdruck, den wir besonders im Deutschen brauchen. Moment, meine Stecker gehen hier gleich raus. So. Und zwar unterscheiden wir im Deutschen nach Katharina Reiß zwischen drei verschiedenen Texttypen. Und Katharina Reiß war eine Übersetzungswissenschaftlerin, die vor allen Dingen auch in Germersheim gelehrt hat, auch im Umfeld von Hans-Jürgen Vermeer. Und Katharina Reiß hat sich wiederum auf das Organon-Modell von Bühler gestützt, das ich Ihnen gestern vorgestellt hatte.
auf diese triadische Zeichen Modell, also in diese triadischen Zeichenfunktionen und hat deswegen auch zwischen drei Texttypen unterschieden, nämlich zum einen den sogenannten informativen Texttyp, zum zweiten den expressiven Texttyp und als drittes den operativen. Die Reihenfolge kann man auch ändern. Der informative Texttyp, das ist also der inhaltsbetonte, das sind also Texte, bei denen der Schwerpunkt auf der Inhaltsvermittlung liegt. Beispielhafte Textsorben sind, deswegen habe ich es kursiv gedruckt, beispielhafte Textsorten für diesen Texttyp sind Anleitungen, Sachbücher und zum Beispiel Fachzeitschriftenartikel. Also all diese Gebrauchstexte, bei denen es primär darum geht, Informationen zu vermitteln. Inhaltsbetonte Texte sind das. Wenn wir solche Textsorten übersetzen oder wenn wir diesen Texttyp übersetzen, dann geht es vor allen Dingen darum, dass der Inhalt gleich bleibt, dass wir inhaltlich nichts verändern. Also wir sagen dann, wir streben an die Invarianz auf Inhaltsebene. Der zweite Texttyp wäre dann der expressive. Also da geht es darum, dass der Sender sich ausdrücken will. Da geht es also primär um die Form, nicht primär um den Inhalt, sondern eher um die Form. Beispielhafte Textsorten wären dann zum Beispiel, also ganz exemplarisch Gedichte, aber auch eben Romane. Und da geht es dann als beim Übersetzen darum, dass man die Gestaltung möglichst analog macht. Ja, dass man, also wenn zum Beispiel der eine Text sehr, ganz, wenn das charakteristisch des Textes wäre, dass bei Gedichten ist klar, wenn dann alles wären, würde sich immer reimen, dann müsste man den gleichen Rhythmus und den gleichen Reim versuchen, in der Übersetzung zu erhalten. Oder wenn es ein Roman wäre, der sehr bildungssprachlich formuliert wird, dann müsste man den eben auch in der Übersetzung sehr bildungssprachlich machen. Oder wenn das Charakteristikum wäre, dass es sehr, sehr kurze, jeweils sehr kurze, abgehackte Sätze sind, dann sollten die in der Übersetzung eben auch eine ähnliche Wirkung erzeugen. Da geht es also mehr um die Stilmittel. So, dann haben wir als drittes den operativen Texttyp. Da geht es primär um die Wirkung, die man beim Adressaten erzeugen möchte. Das heißt, operativ heißt, man möchte, sie hat ihn gelegentlich nicht operativ genannt, sondern auch appellativ, ist vielleicht weniger irreführend. Also man möchte beim Adressaten des Texts, das muss ja nicht ein Leser sein, es kann ja auch ein Hörer sein, eine bestimmte Wirkung erzeugen. Er möchte insofern, als der Adressat etwas tun soll, was er normalerweise nicht machen würde. Nicht ohnehin machen würde. Das führt nämlich immer es führt gelegentlich zu Missverständnissen, zu Verwechslungen zwischen dem informativen und operativen Texttyp. Eine Anleitung ist also kein operativer Texttyp. Manche denken, ja, nein, Operating Manual, das sei ja ein typischer Fall von operativem Texttyp. Ja? Nein. Ein Operating Manual oder eine Bedienungsanleitung ist ein informativer Texttyp. Da steht nämlich drin, wie das Ganze funktioniert und wie man es machen kann, wenn man es machen will. Aber da steht ja nicht drin, in der Anleitung für einen Videorekorder oder sowas. Nun nimm doch mal was auf. Nun nimm doch mal jetzt heute Abend eine Talkshow auf. Ja? Das wäre ein Appell. Ja? Aber wenn Sie einen Text haben, steht, wähle jetzt den und den. Ja? Das ist Appell betont, das ist operativ. Ja? Oder geht in euch, ja? Oder spendet oder sowas. Ja? Das ist operativ, appellativ. Deswegen, oder kauf mich, ja? Werbung. Ja? Das sollte man schon auseinanderhalten. Also typische Beispiele für den operativen oder appellbetonten Texttyp sind Werbung, Propaganda oder Predigt. So, im Gegensatz dazu haben wir dann die Textsorten. Hier zieht eine Definition aus dem Handbuch Translation. Es sind über individuelle Sprech- und Schreibakttypen, da komme ich später nochmal drauf zurück, die an wiederkehrende Kommunikationshandlungen gebunden sind und bei denen sich im Laufe der Zeit charakteristische Sprachverwendungs- und Textgestaltungsmuster herausgebildet haben. Das habe ich vorhin schon mal kurz angedeutet, mir, dass ich die Zeitung hochgehalten hatte. Wir erkennen bestimmte Textsorten, wir erkennen, wenn Sie einen Text sehen,
wissen Sie meistens durch unsere kulturelle Erfahrung, was das für eine Textsorte ist. Ja? Anhand der Formulierungen, anhand des Layouts, Todesanzeigen, Heiratsanzeigen, Sie brauchen nur die Zeitung aufzuschlagen, sehen schon von Weitem, aha, das ist die Zeit, das ist die Seite mit den Heiratsanzeigen. Ja? Oder Bekanntschaftsanzeigen, was auch immer. Man sieht das schon von Weitem an der Textstruktur. Ja, und wenn ich Ihnen einen Beipackzettel hier projizieren würde, würde ich sofort sagen, ohne Ihnen im Detail zu lesen, das ist ein Beipackzettel von irgendeinem pharmazeutischen Produkt. Ja? Und das translatorisch Interessante ist dabei oder Relevante ist dabei auch, dass eben diese typischen Sprachverwendungs- und Textgestaltungsmuster nicht, dass die kulturgeprägt sind. Das heißt, wie eine Hochzeitsanzeige oder ein Patent oder ein Vertrag formuliert ist und strukturiert ist, das muss nicht zwangsläufig in allen Sprachen und Kulturen gleich sein. Ja, da könnte zum Beispiel die Gliederung kann unterschiedlich sein. Die Reihenfolge der einzelnen Textelemente kann sich unterscheiden. Das ist nicht immer der Fall, aber manchmal ist es unterschiedlich, sodass man dann als Übersetzer eben klären muss, soll jetzt meine Übersetzung in der Zielkultur so wirken, so aussehen, wie das üblicherweise, wie diese Textsorte in der Zielkultur üblicherweise aussieht, also zum Beispiel mit bestimmten Reihenfolge der einzelnen Textelemente mit einer bestimmten Gliederung, oder soll man meiner Übersetzung in der Zielkultur anmerken, dass es ja aus einer anderen Kultur stammt, indem ich also die Gliederung der Ausgangskultur übernehme in die Zielkultur. Verstehen Sie mich? Ja, das ist eine Grundsatzentscheidung. Das muss man vorher mit dem Auftraggeber klären. Was wollen Sie denn haben? Zum Beispiel war bis vor wenigen Jahren war es so, dass deutsche Patente eine andere Gliederung hatten als amerikanische Patente. Und da war eben dann von vornherein zu entscheiden, soll ich die Gliederung ändern, dass ich also die einzelnen Textelemente umstelle, ja, einzelne Teiltexte umstelle mit der Reihenfolge, oder soll ich es so lassen, wie es im deutschen Ausgangstext war. Dann funktioniert es aber nicht in der Zielkultur als Patent, weil es nämlich in der Zielkultur nicht die Kriterien der Textsorte Patent erfüllt. Versteht mich jemand? Ja, ne? Ist ja auch eigentlich, ja, ist glaube ich auch trivial. Ja. So, also typische Beispiele für Textsorten sind Geschäftsbriefe. Ja, das ist auch ein schönes Beispiel, habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt gehabt, Geschäftsbriefe. Ne? Also wie Geschäftsbriefe aussehen im Deutschen und Englischen und Spanischen, das ist ziemlich verschieden. Auch zwischen britischen und englischen, amerikanischen und englischen sind sie auch sehr verschieden. Kochrezepte sind übrigens translatorisch nicht so relevant, aber translatologisch sehr interessant, weil anhand von Kochrezepten kann man so ziemlich alle Phänomene behandeln, die beim Übersetzen interessant sein können. Also so als Textgrundlage, um Phänomene zu erklären. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass man vom Übersetzen von Kochrezepten leben kann. Märchen sind auch interessant, Bewerbungsschreiben, Heiratsanzeigen, habe ich schon gesagt, SMS sind auch Textsorten, Geburtsurkunden, Betriebsanleitungen, sowieso Verträge und Beipackzettel. Voilà. Ja? Naja, also das ist nicht nur eine Einzelperson betrifft, sondern dass das die Gesellschaft insgesamt, also mehr als eine Person so sieht. Also wenn Sie jetzt einmal für sich alleine sagen würde, ich habe bei mir sehen meine, was könnte man denn nehmen? Sie entwerfen für irgendeinen kommunikativen Zweck für sich in Ihrem Privatleben irgendeine Textsorte. Wo Sie das, was können wir denn nehmen? Einkaufszettel oder sowas und sagen, also meine Einkaufszettel sehen so aus. Ja? Und sehen dann aber ganz anders aus als die Einkaufszettel anderer Leute. Ja, Text schon, aber es ist dann aber keine, das wäre dann, wenn Sie das für sich anders machen als jeder andere, dann ist Ihr Gebilde dann keine, erfüllt insofern nicht die Textsortenmerkmal, als niemand anders außer Ihnen erkennen würde, dass das ein Einkaufszettel ist. Verstehen Sie, was ich meine? Ja? Ich weiß, vielleicht gibt es ein anderes, schöneres Beispiel, bestimmt. Ja? Haben Sie ein schöneres Beispiel? Ja? Moment, müssen wir mal schauen. Es ist halt eine Sorte, dass es eine Gattung ist. Also, dass es nicht nur eine einmalige Geschichte gibt, die es nur so gibt, sondern... Ja, das läuft auch, hätte ich gedacht, läuft aus gleich hinaus. Also, dass es kein Einzelfall ist. Ich meine, der Text muss ja von jedem entstanden sein. Es geht also nicht um einen Einzelfall,
ein isoliertes Exemplar, das sonst nicht weiter vorkommt, sondern das typisch ist für die ganze Gattung. Ja? Ja. Ich überlege nur gerade, ob wir den Unterschied eigentlich machen müssen. Ja, gut. Ich glaube, es ist besser, das zunächst auf das Textexemplar zu beziehen, als auf den Textverfasser, der das Ganze produziert hat. Ja. So. Dann, jetzt habe ich schon gerade vorhin habe ich ein paar Ausdrücke verwendet, die wir jetzt bei der Gelegenheit auch nochmal einführen können, nämlich den Ausdruck Teiltext habe ich verwendet. Wenn wir also einen Text insgesamt betrachten, dann hat ja auch eine gewisse Binnenstruktur, eine Binnengliederung, und den Gesamttext bezeichnen wir dann als Globaltext, und dieser Globaltext besteht dann aus einzelnen Teiltexten. Und die Teiltexte, bei denen können wir differenzieren zwischen Haupttexten und Hilfstexten. Statt Hilfstext können wir auch Auxiliartext sagen. Und diese Gliederung, die Abfolge, die Makrostruktur oder Sequenz dieser Teiltexte, die ist eben kulturgeprägt. Das ist das, was ich vorhin am Beispiel der Patenttexte schon kurz angesprochen hatte. Also Globaltext, Teiltexte, Haupttext, Auxiliartext. Also wenn ich jetzt ein Beispiel nehme aus der, die Textsorte Betriebsanleitung, dann hat die normalerweise ganz vorne steht, gibt's ein Impressum, dann gibt's meistens ein Vorwort, in dem dann zum Beispiel der Leser motiviert wird, die Betriebsanleitung auch zu lesen, damit er möglichst lange Freude an seinem Produkt hat und das Produkt eben möglichst lange funktioniert. Dann kommt in aller Regel ein Inhaltsverzeichnis, dann kommt zum Beispiel die Aufbauanleitung, Montageanleitung. Dann kommt dann der Haupt, also ja, ich habe das, Sie sehen es an den Farben schon, sieht man das, ja. Die Auxiliartext habe ich mal rot markiert und die Haupttextteile dann gelb. Dann kommt die eigentliche Bedienungs- oder Betriebsanleitung. Dann kommen in aller Regel danach etwaige Wartungshinweise. Dann kommen etwaige Hinweise auf Störungssuche. Dann kommt häufig eine Teileliste und dann kommt meistens ein Index am Ende. Ja, das wäre so eine typische Folge für die Teiltexte der in Betriebs- und Bedienungsanleitungen. Das ist normal, die Reihenfolge ergibt sich jetzt bei dieser Textsorte aus einer gewissen Sachlogik heraus. Es ist vernünftig, es so zu machen. Es wäre unvernünftig, in der Bedienungsanleitung für einen Bedruck zum Beispiel gleich mit Störungssuche anzufangen, weil das und am Ende die Montageanleitung zu bringen, das wäre einfach vom Ablauf der Ereignisse unpraktisch. Ja. Man möchte auch den Leser nicht gleich ganz von vorne damit mit der Information konfrontieren, ja, und wenn Ihre frisch gekaufte Waschmaschine kaputt geht und wenn sie nicht funktioniert, dann machen Sie das. Ja. Das will man an der Stelle, will man das nicht hören. Ja. So, insofern gibt es bei vielen Textsorten eine allgemeine Logik gibt es, haben sich im Laufe der Zeit Reihenfolgen, Strukturen, Makrostrukturen entwickelt, die in aller Regel tatsächlich über die einzelnen Kulturen hinaus einheitlich sind. Nur gibt es in manchen Fällen gibt es eben durchaus die Möglichkeit, dass man sagt, okay, man kann das auch anders machen, nur dass es eben tatsächlich in anderen Kulturen die Reihenfolge anders ist. Wobei dann aber im Grunde im Zuge der Globalisierung und der internationalen Vereinheitlichung es immer häufiger vorkommt, dass solche Unterschiede angeglichen werden. Also zum Beispiel das mit dem Patenttexten, was ich vorhin sagte, das galt bis vor ein paar Jahren, aber inzwischen ist das auch vereinheitlicht. So, dann ein weiterer zentraler Begriff, den wir kennen müssen, ist der Begriff der Übersetzungseinheit. Und das ist, ja, wir übersetzen, wir fragen, ja, wie soll man damit anfangen? Es geht um die Frage, was wir eigentlich übersetzen und was wir als, ja,
was wir versuchen beim Übersetzen zu übertragen. Ob das jetzt, sagen wir, übersetzen wir einzelne Wörter oder übersetzen wir Sätze oder übersetzen wir ganze Texte. Ja, und da gab es über die Jahrzehnte hinweg verschiedene Definitionen und Auffassungen davon, was eigentlich die kleinste unteilbare Übersetzungseinheit ist. Und das hätte man jetzt noch weiter, noch früher ansetzen können. Ich habe jetzt mal mit Vinet und D'Arblay 1958 angefangen. Und das ist, finde ich, eigentlich schon eine ganz vernünftige allgemeine Definition. Also eine Übersetzungseinheit ist die kleinste oder ist das kleinste beim Übersetzen nicht weiter aufteilbare Textsegment. Ja, so weit, so gut. Ja. Die Frage offen ist dann, oder darüber streiten könnte man sich dann darüber, was ist das nun, was ist das nicht weiter aufteilbare? Es ist nicht ganz chronologisch, sehe ich gerade. Ich habe Cornelius vor Albrecht. Ja, das muss ich noch mal bei Gelegenheit umstellen. Otto Kade, der Vertreter der Leipziger Übersetzungswissenschaftlichen Schule, hat dann bereits 1968 dazu geschrieben, ich habe es ein bisschen verkürzt, also Übersetzungseinheit ist das jeweils kleinste Segment des Ausgangstexts, für das ein Segment im Zieltext gesetzt werden kann, das die Bedingung der Invarianz auf Inhaltsebene erfüllt. Ja, also ich habe irgendein Gebilde im Ausgangstext und ich sage nun, dass die kleinste Einheit, für die ich dann etwas in der Zielsprache finde, was invariant ist. Das ist dann eine Übersetzungseinheit. Das könnte ein Wort sein, es kann aber sein, dass ich auf Wortebene damit nicht weiterkomme, dass ich das eben mit mehreren Wörtern ausdrücken muss. Und wenn ich es in der Zielsprache mit mehreren Wörtern ausdrücken muss, ja, dann ist das eben die Übersetzungseinheit, die in der Ausgangssprache vielleicht ein Wort ist und in der Zielsprache sind mehrere Wörter. Wenn ich in der Zielsprache dafür gar kein Wort habe, kann sein, dass ich da eine Paraphrase draus machen muss. Und dann ist das dass ich es paraphrasieren muss, umschreiben muss. Ja? Und dann ist das eben die Übersetzungseinheit. Da wird aus einem Wort hier, wird aus ein ganzer Satz oder vielleicht ein ganzer Abschnitt im Zieltext. Aber das ist dann die Übersetzungseinheit. Es kann auch umgekehrt sein. Ja? Dass ich also einen ganzen Satz habe in der einen Sprache, mehrere Wörter oder einen ganzen Satz habe in der einen Sprache und in der Zielsprache habe ich vielleicht ein Wort dafür. Ja? Also insofern ist es schon eine sehr schöne Definition. Ist natürlich jetzt Ansichtssache. Also aus meiner Meinung nach ist es ein Rückschritt, wenn der Dieler Cornelius 1978 sagen, das kleinste übersetzt nicht weiter aufteilbare Textsegment ist ein Morphem. Ja, also das ist also ein Teil eines Wortes. Ja, also wenn ich es Wortes nehme, ja, dann ist das Morphem in Wortes ist Wort. Ja, das ist also doch eine sehr atomistische Sichtweise anzunehmen. Ich könnte beim Übersetzen, müsse ich mich um Morpheme kümmern. Ja, also das ist schon, da war Kade, also schon 10 Jahre davor, sehr viel weiter. Nicht viel weiter als Cornelius, aber wie gesagt, müssen wir umstellen. Aber Johann Albrecht 1973, der meinte, die kleinste Einheit sei Wort. Das ist eigentlich eine ziemlich naive Auffassung. Werner Koller, da kommt später nochmal drauf zurück, hat dann 1992 gesagt, es ist eine kleine Übersetzungseinheit, ist ein Satz, könnte aber auch ein Text sein. Aber das ist als eigentlich auch nicht so flexibel, diese Auffassung nicht so flexibel wie das, was Kade schon 68 gesagt hat. Dann Christiane Nord 1998 hat es wieder anders formuliert. Die Übersetzungseinheit sind die für das Funktionieren des Zieltexts in der Zielsprache relevanten Ausgangstextelemente. Da kommt jetzt also etwas hinein, was von dem vorher nicht die Rede war, nämlich die Funktion des Zieltexts. Da kommen wir dann später nochmal drauf zurück. Was auch immer ich brauche, damit mein Zieltext funktioniert, welche Elemente ich brauche, welche Elemente auch immer ich brauche des Ausgangstexts, um dafür zu sorgen, dass mein Zieltext funktioniert. Das können viele sein oder wenige, das ist dann die Übersetzungseinheit. Ja, es kann sein, dass es ein ganzer Abschnitt ist, es kann auch sein, dass es nur ein Wort ist, das ist eben flexibel und so ist es ja auch. Ja. Aber wie gesagt, da könnte man auch sagen, das deckt sich, abgesehen davon, dass die Funktion noch dazu kam, mit der flexiblen Formulierung von Kade.
Es gibt jetzt einen, Kate hat schon ein Wort verwendet, nämlich das Wort Segment, das sehr modern ist, insofern als auch die modernsten Übersetzungswerkzeuge, nämlich sogenannte Translation Memory Systeme, in deren Kontext werden Übersetzungseinheiten auch als Segmente bezeichnet. Also über die Übersetzungswerkzeuge, insbesondere über die Translation Memory Systeme, das ist ja ein ganz zentrales Instrument in unserer Arbeit. Da gibt es dann noch diverse Lehrveranstaltungen dazu. Die sollten Sie auch, soweit sie fakultativ sind, unbedingt besuchen. Sie müssen am Ende des Studiums unbedingt in der Lage sein, mit diesen Systemen zu arbeiten. Es geht dabei auch nicht darum, dass Sie einfach nur lernen, Knöpfchen zu drücken. Das ist nicht Sache der Universität, sondern dass Sie wissen, was man mit den Systemen machen kann und wie man die sinnvoll und effizient einsetzt, wann und wie man sie einsetzt. Und da gibt es verschiedene Systeme, wir haben die alle hier bei uns am Institut installiert und wir haben diverse Gelegenheiten, haben damit zu arbeiten. Aber das ist nicht Gegenstand der Veranstaltung. Ich möchte nur noch sagen, eben nur darauf hinweisen, dass diese Aufteilung des gesamten Texts in einzelne Übersetzungseinheiten, dass man das eben bei diesem Programm als Segmente Übersetzungseinheiten als Segmente bezeichnet und den Vorgang der Aufteilung, das ist dann die Segmentierung. Normalerweise, standardmäßig gehen diese Systeme davon aus, dass ein Segment ist ein Satz, also man kann es verändern, aber normalerweise ist jeweils ein Satz, also bis zum Punkt, ist ein Übersetzungssegment. Ja. Aber man kann zum Beispiel, die Systeme tragen auch durchaus dem Rechnung, dass aus einem Satz oder aus mehreren Sätzen im Ausgangstext, dass da vielleicht nur ein Satz im Zieltext wird. Und dann kann man dann drei Sätze zusammenfassen, okay, diese drei Sätze ist ein Segment und daraus wird dann ein Satz als entsprechendes Segment in der Zielsprache. Verstehen Sie mich? Oder umgekehrt. Ne? Aus einem Satz werden viele Sätze oder aus vielen Sätzen wird ein Satz. Aber das Ganze ist dann jeweils ein Segment. Ja? Gut. Aber wie gesagt, dazu zu diesem Thema gibt es diverse Veranstaltungen, Vorlesungen und Seminare. So, jetzt kann man noch ein paar Begriffe, nämlich Übersetzungstypen, Übersetzungsverfahren, Übersetzungstypen. Man kann je nach Übersetzungsgegenstand, also was wird übersetzt, kann man unterscheiden zwischen Texttyp und Textsorte oder nach Texttyp und Textsorte unterscheiden oder nach der Übersetzungsmethode, wie wird übersetzt. Ja? Also die Übersetzungsmethode bezieht sich meistens auf größere Übersetzungseinheiten, also meistens auf den gesamten Text, also wie ich überhaupt vorgehe. Deswegen spricht man davon oft auch von der Strategie der Übersetzung, also Strategie, das kommt aus dem Militärischen, im Gegensatz zur Taktik. Taktik ist was nicht so weit greift, was Kurzfristigeres. Strategie ist das Gesamte, längerfristige, übergreifendere. Und besonders wenn ich also einen längeren Text übersetzen habe, sollte man sich vorerst mal eine Strategie der Übersetzung festlegen, wie will ich überhaupt mit dem ganzen Text, will ich mit dem ganzen Text umgehen, damit man nicht auf Satzebene, auf Übersetzungseinheitebene immer von Fall zu Fall Entscheidungen trifft. Ja, man kann also zum Beispiel grundsätzlich, um ein Beispiel zu nehmen, wenn Sie eine Betriebsanleitung übersetzen müssen, wollen, dann ist von vornherein zunächst mal zu klären, soll die Betriebsanleitung persönlich oder unpersönlich formuliert werden. Nicht, dass Sie bei jedem einzelnen You, das im englischen Text vorkommt, überlegen, mache ich daraus ein Du oder mache ich ein Sie oder mache ich ein Mann, mache ich das passiv, sondern dass Sie vorüberlegen oder den Kunden fragen, ja, wie wollen Sie es denn haben? Ich kann es Ihnen komplett persönlich machen, ich kann es auch komplett unpersönlich machen. Ja? Aber das ist eine strategische Entscheidung, keine taktische und Einzelfallentscheidung. Man kann zum Beispiel strategisch vorsagen, wie das zum Beispiel Daimler macht. Wir machen alle informativen Textelemente machen wir unpersönlich, ja, und alle appellativen Textelemente machen wir persönlich. Und dass wir sagen, alle Gefahren und Warnhinweise, das sind appellative Textelemente, ja, vermeiden Sie das und das Risiko, tun Sie dies nicht, tun Sie jenes nicht, das machen wir persönlich, damit der Leser sich richtig angesprochen fühlt. Aber alles, was informativ ist, zum Beispiel zum Einschalten der Klimaanlage das Knöpfchen so und so drücken, machen wir unpersönlich. Das ist kürzer und knackiger und bläht die Bedienungsanleitung nicht auf. Das ist dann eine strategische Entscheidung. Betrifft also die Übersetzungsmethode.
Und es gibt also verschiedene Übersetzungsmethoden. Da gibt es auch ein paar Begriffe und Bezeichnungen dafür, die Sie kennen sollten. Manche Leute sagen, halten Wort-für-Wort-Übersetzung und wörtliche Übersetzung für Synonyme. Das sind sie eigentlich genau genommen nicht. Eine Wort-für-Wort-Übersetzung, bei der Wort-für-Wort-Übersetzung wird die Wortart, die Wortzahl und die Wortstellung in der Zielsprache beibehalten. Das kommt normalerweise in der wirklichen, also in der Praxis nicht vor, denn nur ganz selten vor. Ich sage Ihnen gleich wann. Also wenn ich jetzt das Englische hätte, you can hear me now, dann, wenn ich jetzt das übersetzen würde mit du kannst hören mich jetzt, dann wäre das eine Wort-für-Wort-Übersetzung. Wobei ich habe auch da schon jetzt entscheiden müsste, mache ich aus dem you ein du oder ein sie. Ja? Das heißt, selbst bei der so vermeintlich völlig trivialen Wort-für-Wort-Übersetzung muss ich dann auch schon entscheiden, wie gehe ich mit Polysemie um, wenn ich verschiedene Bedeutung damit Übersetzungsmöglichkeiten habe. Bei der wörtlichen Übersetzung dagegen würde man in der Zielsprache immerhin schon mal auf grammatische Korrektheit achten, sodass der Satzbau in Ordnung ist. Ja? Also you can hear me now, du kannst mich jetzt hören. Also ohne, da kommt es überhaupt nicht in Frage, irgendwelche, das ist auch jetzt ein simples Beispiel, aber irgendwelche anderen Formulierungen dafür zu finden, wenn es die jetzt gäbe, sondern man bleibt so eng wie möglich am Text und versucht, die einzelnen Wörter einzeln zu übersetzen, aber eben grammatisch in eine richtige Reihenfolge zu bringen. Das Erste, wenn Sie diese Wort-für-Wort-Übersetzung, da können wir doch denken, ja, wann soll es das denn geben? Zum Beispiel bei der sogenannten Interlinear-Version. Also Interlinear heißt zwischen den Zeilen. Also nehmen wir an, Sie haben einen Ausgangstext und Sie würden jetzt zwischen die Zeilen des Ausgangstexts über die einzelnen Wörter jeweils Ihre Übersetzung drüber schreiben. Ja? Also nehmen wir an, jemand wollte wissen, aus welchen Gründen auch immer, wie kann man die einzelnen Wörter übersetzen. Man möchte keinen ausformulierten Text haben, sondern nur nicht lexikografisch, lexikologisch, welche Bedeutung haben die Wörter in diesem Text, welche können sie alle haben. Da würde dann über Leid im Englischen, müsste da 16 verschiedene Bedeutungen drüber schreiben, sondern in diesem Kontext. Ja? Und dann ist das ja meistens dann nur ein Wort, was in Frage kommt in diesem Kontext. Durch den Satz oder Zusammenhang wird es ja meistens disambiguiert. Ja? Also das kommt durchaus vor. Und man hat es zum Beispiel auch im Kontext der Sakraltextübersetzungen gebraucht, wenn man also zum Beispiel diese heiligen Texte im Original hatte und hat dann eben über die einzelnen Wörter oben drüber geschrieben, was das jeweils gerade bedeutet. Das war zum Beispiel auch ein Versuch, um deutlich zu machen, dass auch die Wortfolge, der Satzbau im Original Teil des Mysteriums ist. Ja? Dass man also versucht, so nah wie möglich am Ausgangstext zu bleiben, um gar nicht irgendwie einzugreifen und dass man einfach auch das wirklich auch sogar den Satzbau beibehält. Dass man nur verstehen kann, von was ist hier die Rede. Ja? Ja. Okay, kenne ich nicht. Ja, ist ein gutes Beispiel. Sehr schön. Und das ist eine Reihe. Wie heißt die Reihe? Kauderwelsch, tatsächlich, ja? Ah ja. Okay, gut. Vielen Dank für den Tipp. Schaue ich mir mal an. Dann kann ich mal das Beispiel hier einbauen. So, jetzt gibt es dann im Gegensatz zu den Übersetzungsmethoden, gibt es noch den Begriff der Übersetzungsverfahren. Wird häufig, in unserem Metier wird das häufig abgekürzt als ÜV. Und jetzt kommt ein Punkt, auf den ich nur kurz erwähne, da gehe ich aber jetzt nicht näher drauf ein. Das können Sie erstmal nachlesen, außerdem ist es nicht mehr ganz aktuell. Das ist eine der frühesten Unterscheidung von Übersetzungsverfahren, stammt aus dem Bereich der französischen Stilistik Comparée, also die vergleichende Stilistik. Und typische Vertreter der vergleichenden Stilistik waren also Vinet und D'Arbelnay, das war schon vor 50 Jahren. Und die haben 7 verschiedene Übersetzungsverfahren unterschieden, gehe ich jetzt nicht näher darauf ein, sondern ich habe es deswegen vor allen Dingen hier erwähnt, erstmal weil es
in der Geschichte der Unterscheidung von Übersetzungsverfahren wichtig ist, aber vor allen Dingen, weil die Entlehnung dabei ist. Nämlich gerade der erste Punkt, also die Emprunt-Entlehnung, ist also schon bei Vinet und D'Arbelnay ist es also ein Übersetzungsverfahren. Das heißt, wenn ich also ein Wort aus der Ausgangssprache entlehne und nehme das in die Übersetzung, in den Übersetzungstext mit rein, ja, ist es nicht übersetzt, sondern es ist übersetzt, und zwar übersetzt, indem ich die Entlehnung nehme. Verstehen Sie, worauf ich hinaus will? Ja? Ist ein Riesenunterschied. Also nehmen wir an, was können wir denn nehmen? Es wimmelt davon. Ja, also nehme ich jetzt halt mal so ein Wort wie Keyboard. Ja, nehmen wir an, Sie würden also, muss ja nicht das Computer-Keyboard sein, es könnte ein Keyboard sein im Bereich der Musik. Ja, oder am Keyboard sehen Sie den so und so. Ja, dann könnte man doch jetzt sagen, wenn Sie jetzt einen englischen Text aus der Musik-Szene übersetzen würden, und da käme das Wort Keyboard vor, und in Ihrer deutschen Übersetzung kommt bei Ihnen, nehmen Sie auch das Wort Keyboard. Da könnte doch jetzt jemand kommen und sagen, hey, Sie haben ja Keyboard nicht übersetzt. Und wenn Sie dann sagen, das tut mir leid, das habe ich nicht übersetzt, weil ich nicht wusste, was man im Deutschen dafür sagt, ja, dann wäre das der falsche Ansatz. Der richtige Ansatz wäre, ich habe es sehr wohl übersetzt. Ich habe es nämlich dadurch übersetzt, dass ich es entlehnt habe aus dem Englischen, weil es nämlich üblich ist, das Lehnwort hier zu verwenden an der Stelle. Kein Mensch sagt in der Musikszene was anderes als Keyboard für das, was da verwendet wird. Ja? Ja? Also nicht übersetzt, sondern übersetzt als Entlehnung. Und so weit waren schon die französischen Stilistiker Vinet und D'Arbelnay 1958. Und das Kuriose ist, bei allen weiteren Differenzierungen von Übersetzungsverfahren war dann plötzlich die Entlehnung nicht mehr dabei bei den Übersetzungsverfahren, als sei Entlehnung kein Übersetzungsverfahren. Ja? So, das ist jetzt nicht gerade mein Steckenpferd, diese Betrachtung der lexikalischen Übersetzungsverfahren, aber es sind Punkte, die wir zumindest mal kurz angesprochen haben müssen in dieser ersten Veranstaltung. Da kommen auch verschiedene Kollegen nochmal drauf zurück, möglicherweise auch Kollege Carsten Zinner, das weiß ich jetzt nicht genau, ob er das mit drin hat, aber in der englischen Abteilung, Frau Dr. Herting, die Sie in der Einführungsveranstaltung schon gesehen haben, die hat ihre Doktorarbeit geschrieben über Entlehnungsverfahren, sie kennt sich damit sehr gut aus. Und die Beispiele, die jetzt kommen, die habe ich von Professor Schreiber, der in Germersheim unterrichtet. Der hat, das weiß ich gar nicht, war das seine Doktorarbeit, das ist eine Habilitationsschrift auch über Übersetzungsverfahren geschrieben. Das sind also die Spezialisten auf dem Gebiet und da habe ich jetzt auch die Beispiele rausgenommen. Nicht alle, aber die meisten. Also fangen wir mal mit dem Trivialfall an. Die lexikalische Entlehnung, das ist das, was ich jetzt mal am Beispiel im Keyboard gesagt hatte. Man könnte auch Computer nehmen. Da wird also eine ausgangssprachliche Einheit in die Zielsprache übernommen, ganz einfach. In der Schreibung assimiliert und Lautung und Schreibung assimiliert oder eben auch nicht. Ja, bei Computer schreibt man nur das C groß. Man hat als das in den 80er Jahren, im letzten Jahrhundert, die Mikrocomputer, damals hießen die noch so, eingeführt wurden, gab es eine Zeit lang auch Versuche, das noch weiter zu assimilieren, indem man das C aus dem C ein K gemacht hat, hat sich überhaupt nicht durchgesetzt, wie Sie gemerkt haben. Ja? Nicht mal im Kontext der Rechtschreibreform, also es stand nicht zur Debatte, so viel ich weiß, aus dem C von Computer ein K zu machen. Das läuft aber noch, trotz dieser leichten Assimilierung läuft das also noch unter Entlehnung. Dann die lexikalische Ersetzung, man könnte auch sagen Substitution. Dabei wird also eine ausgangssprachliche Einheit durch eine zielsprachliche Einheit ersetzt. Das ist der Standardfall beim Übersetzen. Sie nehmen also, wenn Sie so wollen, ein Wort oder eine Mehrwortbenennung und nehmen dazu die dazu passende, die äquivalente zielsprachliche Benennung. Zum Beispiel, um es immer dauernd Beispiel aus dem Deutschen und Englisch zu nehmen, Martillo aus dem Spanischen und Deutsch Hammer. Ja, voilà, das ist also ganz der Standardfall gewissermaßen. Dann gibt es noch ein paar interessante Sonderfälle. Die Hyponymisierung und Hyperonymisierung. Also ein Hyponym ist ein Unterbegriff. Ein Hyperonym ist der Oberbegriff. Bei der Hyponymisierung übersetzt sich also einen ausgangssprachlichen Begriff, also ich meine damit den Begriff, ja, durch einen engeren zielsprachlichen Begriff.
Ja, wobei der Begriff wird dann jeweils durch eine Benennung, durch ein Wort bezeichnet. Ja? Also es wird dann also konkreter. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier Englisch Board als im Ausgangstext habe, dann Board kann alles Mögliche heißen. Ja? Und wenn es aber jetzt um eine Spieleanleitung geht, ja, um Schach oder sonst irgendwas, dann steht im englischen Text normalerweise auch immer einfach nur Board. Ja? Aber im Deutschen sagen wir selten einfach nur Brett an der Stelle, sondern meistens Spielbrett. Ja? Das heißt, das Übliche, nicht, das ist nicht die einzig mögliche Lösung, aber die übliche Lösung ist, dass man an dieser Stelle konkreter wird beim Übersetzen, dass man also den Oberbegriff Board im Englischen übersetzt durch das idiomatisch übliche, engere, konkretere Wort Spielbrett, also ein Hyponym nimmt. Okay, da kommen wir später nochmal drauf zurück, auf das Thema Hyponyme und Oberbegriffe. Dann das Gleiche andersrum. Bei der Hyperonymisierung nehme ich also in der Zielsprache einen Oberbegriff. Ja? Dann habe ich also nicht keine Konkretisierung, wo es spezieller wird, sondern es wird verallgemeinert. Es ist eine Generalisierung. Aber was auch ganz typisch ist, im Englischen steht meistens, in vielen Fällen ist auch gerade eine Betriebsanleitung, ist von Car die Rede, wo wir im Deutschen aber Fahrzeug sagen. Ja? Take your car to the nearest dealership oder take your car to the garage oder was auch immer, have your car serviced. Ja? Dann wird er mir jetzt nicht sagen, lassen Sie Ihren Personenkraftwagen oder lassen Sie Ihr Auto oder sowas in der Werkstatt reparieren, sondern es steht meistens Fahrzeug. Ja? Sollte Ihr Fahrzeug mal einen Defekt haben, bringen Sie ihn in die Werkstatt. Fahrzeug, Fahrzeug, Fahrzeug. Ja? Aber nicht PKW. Was ja eigentlich das lexikalische Äquivalent wäre von Car. Wobei Car auch wiederum alles mögliche weitere abdeckt. Ja, also so einfach ist es auch wieder nicht. Aber verstehen Sie, was ich damit meine? Ja? Ein Metonym. Also jetzt kommt als nächstes Verfahren die Metonymisierung. Aber um zu wissen, was die Metonymisierung ist, muss man wissen, was ein Metonym ist. Also ein Metonym ist ein bildlicher Ausdruck, der eine unmittelbare Beziehung hat zu dem, was gemeint ist, also im Gegensatz zur Metapher. Ja? Also, es muss also schon ein ursächlicher, räumlicher oder zeitlicher Zusammenhang bestehen zwischen dem bildlichen Ausdruck und dem eigentlich Gemeinten. Also das Metonym steht für etwas. Also wir reden jetzt nicht über Metaphern, sondern über die Metonymisierung. Ach so, ja, Beispiele habe ich noch. Also, wenn ich sage, in so einer Äußerung wie The White House declared, ja, dann steht das White House für die amerikanische Regierung. Also White House steht für US Government, ja, könnte auch für den Präsidenten der Vereinigten Staaten stehen. Ja, dann ist also The White House ein Metonym für die US-Regierung. Ja, oder The land belongs to the crown. Ja, dann steht Crown für den König oder für die Königin oder für die Royal Family oder für die ganze Monarchie. Ja? Das ist also eine Metonymisierung. Ist ein Stilmittel, das kann man auch beim Übersetzen einsetzen. Das brauchen wir jetzt nicht, das gehen wir jetzt nicht näher drauf ein, weil es da eine gewisse Nähe zur Synekdoche gibt, aber das können Sie auch im Internet noch nachschauen, das ist ein bisschen problematisch, brauchen wir auch normalerweise nicht. Der Vorgang also der Metonymisierung bedeutet also, dass ich im Zieltext ein Metonym wähle anstelle einer anderen Bezeichnung. Das heißt nicht, dass ich keine Alternative habe, aber man kann es mitunter machen. Ja? Also no comment was given by the president könnte im Ausgangstext stehen und da könnte ich in der Übersetzung durchaus sagen, ich könnte auch sagen Präsident, ja, aber ich könnte auch sagen, das Weiße Haus gab keinen Kommentar. Ja, das ist also keine falsche Übersetzung oder sowas. Man sagt, woher, hallo, 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 im Ausgangsstext, du Präsident. Wo kommt bei Ihnen in der Übersetzung, kommt das Wort Präsident nicht vor? Da können Sie sagen, nein, nein, ich habe aus den Gründen eine Metonymisierung vorgenommen, weil bla bla bla. Ja. Was auch sehr schön ist, sind die antonymischen Übersetzungsverfahren. Also an Antonymen wissen Sie wahrscheinlich, was ist, also das Gegenteil. Und das Interessante dabei ist, dass es Möglichkeiten gibt, die gleiche Kommunikationsabsicht durch etwas auszudrücken, was eigentlich genau
das Gegenteil aussagt, sich auf das Gegenteil bezieht. Ja? Also wenn ich im englischen Text habe, check for leaks, ja, dann ist ja das Denotat von leak ist also, das ist eine undichte Stelle. Ja? Eine undichte Stelle. Ja? Und wenn ich sage, das und das auf Dichtheit prüfen, dann ist ja nun Dichtheit definitiv nicht Übersetzung von leak. Ja? Aber insgesamt die Äußerung check for leaks bedeutet das gleiche wie auf Dichtheit prüfen. Ja, also ich könnte zum Beispiel sagen, die Ölwanne auf Dichtheit prüfen oder check the oil sump for leaks. Ist das gleiche. Ja? Oder die Oberfläche auf Kratzer prüfen oder die Oberfläche auf einwandfreie Beschaffenheit prüfen. Ist auch das gleiche. Verstehen Sie mich? Ja? Aber das ist also, wenn Sie so etwas machen, also das ist kein Übersetzungsfehler oder sowas, für den Sie sich entschuldigen müssen, sondern es ist eines der üblichen Übersetzungsverfahren. Ja? So, etwas aus einer Bedienungsanleitung aus irgendeinem medizinischen, ich glaube, Beatmungsgerät war das, glaube ich, oder ich weiß, irgendwie aus dem medizintherapeutischen Bereich war das. Da stand im englischen Ausgangstext, don't hold your breath, während man das und das tut. Ne? Also man hätte nun durchaus sagen können, halten Sie nicht Ihren Atem an dabei, während Sie das tun. Es gibt ja auch so Gymnastikübungen, die irgendwie anstrengend sind oder sowas und dann neigt man vielleicht dazu, aufzuhören zu atmen. Na, nicht aufhören zu atmen, weiter atmen. Ja? Man könnte durchaus sagen, halten Sie sich den Atem an, aber es ist idiomatisch üblicher und ist auch, glaube ich, besser, atmen Sie dabei weiter. Ja? Ist also auch eine antonymische Übersetzung. Ja? Würde ich nicht generalisieren. Nee, würde ich nicht generalisieren. Nein. Es gibt ein paar Sachen, die man schon generalisieren kann, aber das, nein. Permutation, ja. Das ist nun etwas, was gerade so der Normalfall ist, wenn ich aus einer Sprache eine andere übersetze, die Satzstruktur anders ist, also mit der Reihenfolge von Subjekt, Prädikat, Objekt. Wenn das in der anderen Sprache nicht genauso ist, dann ist die Permutation eigentlich Normalfall, dass ich die Konsonanten eines Satzes eben dann, damit es kohäsiv ist und grammatisch korrekt ist, umstellen muss. Also aus I have seen her yesterday wird dann eben im Deutschen, ich habe sie gestern gesehen. Das ist also trivial, müssen wir, glaube ich, nicht näher kommentieren. Was genauso trivial ist, dass beim Übersetzen es zu einer Expansion oder Reduktion kommt. Das heißt, dass sich die Wortzahl im Zieltext beim Übersetzen, dass die sich verändert, dass der Zieltext mehr oder weniger Wörter enthält als der Ausgangstext. Ich habe jetzt mal die Beispiele, wie gesagt, aus der Literatur übernommen, hier aus dem Französischen, il viendra. Da müssen wir im Deutschen, weil wir andere Futurkonstruktionen haben, müssen wir da eben daraus machen, er wird kommen. Das sind halt aus zwei Wörtern im Französischen, wenn es halt drei Wörter im Deutschen. Ja, das ist insofern nicht ganz so irrelevant, was sagen wir so selbstverständlich, aber es ist ja insofern relevant, als wir ja je nachdem, wie wir arbeiten, wo wir arbeiten, nach der Anzahl der übersetzten Wörter abrechnen. Ja, das heißt, dass dieser Unterschied, ja, Expansion und Reduktion, kann sich massiv auf das Einkommen auswirken. Ja, insofern ist das von dem nicht nur von linguistischem Interesse, sondern von rein ganz sehr praktischem Interesse. Also wenn Sie zum Beispiel, ja und dann gibt, wenn wir jetzt gerade dabei sind, wir kommen immer wieder nochmal drauf zurück im Laufe der auch vor allen Dingen der technischen Übersetzungsübungen. Es gibt zwei Methoden, wie man abbrechen, entweder nach der Länge des Ausgangstexts oder nach der Länge des Zieltexts. Und die alte Methode, die eigentlich noch aus dem letzten Jahrhundert stammt, aus der Schreibmaschinenzeit, ist die, dass man nach der Länge des Zieltexts abrechnet. Einfach deswegen, weil man den Ausgangstext früher nicht in elektronischer Form bekommen hat, sondern in irgendeiner Papierform, wie auch immer, häufig gedruckt, gesetzt, zum Beispiel dreispaltig, vierspaltig in kleiner Schrift oder handschriftlich oder wie auch immer. Und dass man dann jedenfalls ab den 70er Jahren etwa im letzten Jahrhundert angefangen mit Schreibmaschine zu schreiben und eine in Schreibmaschine mit Schreibmaschine geschriebener Text kann ich natürlich sehr viel leichter
die Anzahl der Zeilen und Anschläge standardmäßig zählen als ein anders formatierter Text. Versuchen Sie einfach mal mit viel Fantasie sich vorzustellen, wie die Welt ausgesehen haben könnte, bevor es Computer gab. Ja? Und da konnte man eben, wenn ich also sage, ich rechne nach der Länge der Übersetzung ab, nach meinem Typoskript, da konnte man dann einfach zum Beispiel so eine Schablone drüberlegen und konnte man einfach anhand der Schablone abzählen, wie viele Zeilen das dann insgesamt sind. Das ging dann relativ schnell. Ja? Also natürlich unglaublich langsam im Vergleich zu heute, aber immer noch relativ schnell. Ja? Zu sagen, ich muss mal den Ausgangstext, die Wörter oder die Zeichen zählen. Wenn Sie mal vorstellen, Sie haben ein gedrucktes Handbuch von 500 Seiten gedruckt und dreispalig gesetzt. Du liebe Leute, wie wollen Sie das denn abzählen? Ja, das hat keiner gemacht. Deswegen war das normal, dass man nach der Länge des Zieltexts abgerechnet hat. Heute ist das ja alles ganz anders. Und da stehe ich auf dem Standpunkt, habe das auch schon immer vertreten, dass das Problem, das wir als Übersetzer lösen, ist, der Kunde hat ein Problem, nämlich, und das ist sein Ausgangstext, und den möchte er übersetzt haben. Und der Kunde möchte eigentlich nicht jetzt von uns hören, ja, wie viel es kostet, das hängt davon ab, wie viele Tastenanschläge ich getippt habe. Ja? Das klingt ja so, als würden wir für die physische Anstrengung bezahlt, Tasten zu drücken. Ja? Oder wenn mein Text, es kann sein, dass meine Übersetzung länger ist als Ihre und dann will ich irgendwie 23,50 Euro mehr haben. Ja, das ist doch, der Kunde denkt, was sind das für Leute, mit denen ich hier zu tun habe. Ja? Der Kunde hat einen Text, und da sagt er, was kostet mich die Übersetzung? Und da will er wissen, kostet das für 4.000 Euro oder 400 oder 8.750 Euro? Das will er wissen. Und dann kommen wir als Übersetzer und sagen, okay, Sie haben das Problem, ich löse Ihnen das Problem, das kostet so und so viel. Ja? Und um zu wissen, wie groß das Problem ist, muss ich wissen, wie umfangreich Ihr Text ist. Und zwar wie umfangreich der Ausgangstext ist. Und ob ich dazu mehr oder weniger Wörter brauche, ist eine sekundäre Frage, die eigentlich nicht das Problem des Kunden ist. Verstehen Sie mich? Das kann doch bitte schön, unser Einkommen kann doch nicht davon abhängen, ob die Zielsprache jetzt nicht eine andere, sagen wir, Satzstruktur hat als die Ausgangssprache. Das ist doch kein intellektuelles Problem, das zu lösen ist. Ja? Und wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Wort wie Reihensechszylindermotor ins Englische übersetze, ja, dann ist Reihensechszylindermotor ist ein Wort, bezeichnet einen Begriff. Ja, im Englischen, wenn ich es ins Englische übersetze, dann ist das Sechszylinder Inline Engine, das sind mindestens drei, je nachdem, wie ich es schreibe, mit oder ohne Bindestrich, drei oder vier Wörter. Aber das intellektuelle Problem ist, zu wissen, was ist ein Reihensechszylindermotor und wie übersetze ich das. Ob ich das verschiedene Wörter dazu mache, ist auch unmaßgeblich jetzt eigentlich. Ja? Verstehen Sie, was ich meine? Ja? Also wenn ich jetzt das übersetzen würde nach der Länge des Ausgangstexts und nach der Anzahl der Wörter, dann kriege ich für Reihensechszylindermotor ein Wort bezahlt, ja, zum Beispiel 10 Cent dafür. Ja, wenn ich nach der Länge des Zieltexts übersetze und kriege die Anzahl der Wörter bezahlt, bekomme ich dafür 40 Cent, weil es vier Wörter sind. Versteht mich jemand? Ja. Also insofern ist diese Erhöhung oder Verringerung der Wortzahl ist abrechnungstechnisch relevant. Und deswegen muss man eben auch sehen, ob man nur nach Zeilen abrechnet, was generell eigentlich vernünftiger ist, oder nach der Anzahl der Wörter. Und wenn ich nach der Anzahl der Wörter abrechne, ist ganz wichtig, ob ich nach dem Ausgangstext oder nach Zieltext abrechne. Aber das jetzt nur mal als Exkurs zur praktischen Relevanz von manchen linguistischen Phänomenen. So, was auch beim Übersetzen, was Sie automatisch machen, ohne da länger drüber nachzudenken, ist die Transposition. Also bei der Transposition bedeutet, dass man die Wortart verändert beim Übersetzen. Ja, man könnte jetzt beim philologischen Übersetzen vielleicht auch sagen, ja, ich muss Verb mit Verb und Substantiv mit Substantiv übersetzen. Und man könnte dabei sich ja nun auch darauf stützen, dass ich, wenn man Wörterbücher macht, also ein Prinzip in der Lexikographie ist ja auch, dass ich Verben im Wörterbuch für ein Verb ein äquivalentes Verb in der Zielsprache angebe und für ein Substantiv ein entsprechendes Substantiv in der Zielsprache, dass ich also nicht Verben mit Substantiven übersetze im Wörterbuch. Ja, das ist so im Prinzip, ja. Aber es trägt aber nicht unbedingt der Tatsache Rechnung, dass es eben
dass manche Sprachen dazu neigen, etwas eher verbal auszudrücken, andere Sprachen neigen dazu, etwas eher substantivisch und nominal auszudrücken, und dass das auch wiederum mit Stilebenen zu tun hat, mit Textsorten zu tun hat, sodass man durchaus nicht einfach sagen kann, Verben werden immer zu Verben und Substantiven werden immer zu Substantiven. Es kommt drauf an. Ja? Und selbst so etwas Triviales wie hier, wenn wir im Englischen sagen Thank you, und wir sagen im Deutschen an der immer gleichen Situation normales Vielen Dank, dann habe ich ja, wenn Sie so wollen, hier ein Verb mit einem Substantiv übersetzt. Ja? Das ist also als Übersetzungsverfahren ein Fall der Transposition. Müssen wir da länger drauf eingehen? Nein. Also gut, ich will Sie auch wirklich nicht langweilen. Sagen Sie es nicht, Sie tun es schon die ganze Zeit. Das möchte ich jetzt nicht hören. So. Ähnlich ist die Transformation. Bei der Transformation wird die ganze syntaktische Konstruktion geändert. Das ist auch etwas, was man beim Übersetzen eigentlich ständig macht. Ja, da habe ich auch ein Beispiel aus der Literatur übernommen, weil man nicht schnell auf was anderes Schöneres eingefallen ist. Es ist ein sehr blutiges Beispiel. Das Blut, das im Krieg vergossen wurde. Ich weiß nicht, wo Schreiber das her hatte. La sangre derramada en la guerra. Da haben wir also im einen Fall haben wir einen Relativsatz, im anderen Fall haben wir eine Partizipialkonstruktion. Ja? Ich meine, das ist, glaube ich, sowieso klar. Ich muss nicht zwangsläufig einen Relativsatz mit einem Relativsatz wiedergeben. Ja? Das muss nicht sein. Ja? Man nimmt das, wie man es üblicherweise ausdrücken würde. So, dann gibt es auch nicht, also was wir vorhin schon hatten, das waren die lexikalischen Entlehnungen. Es gibt auch semantische Entlehnungen. Ich habe eine kommunikative Absicht und die drücke ich mit dem Inhalt aus, wie in der Aussprache, auch wenn es in der Zielsprache gar nicht üblich wäre, das so auszudrücken. Haben Sie mich verstanden? Es war jetzt umständlich, aber haben Sie mich trotzdem verstanden? Ja? Vor allen Dingen sehen Sie auch das Beispiel. Ja? Also im Englischen ist ein etabliertes Sprichwort, the early bird catches the worm. Und mittlerweile kennen Sie das ja. Es ist uns mittlerweile so geläufig, weil so viele Leute verwenden, auch im Fernsehen, Medien, in Filmen kommt das immer wieder vor, der frühe Vogel fängt den Wurm. Das ist Englisch. Ja. Was würden wir normalerweise sagen? Im Deutschen gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten, aber die beide wiederum nicht genau das sind. Ja. Morgenstund hat Gold im Mund. Aber das ist eigentlich das, was wir dafür im Deutschen hatten. Nur klingt das ein bisschen ja, antiquiert, ja. So ein bisschen angestaubt. Morgenstund hat Gold im Mund. Ja. Da klingt, der frühe Vogel fängt den Wurm, klingt irgendwie viel frischer. Ja. Aber an sich hatten wir dafür was. Nur verwendet es kaum noch jemand. Ja. Das andere, was auch noch dafür in Frage kommt, ist was? Genau, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ja. Das ist so ein bisschen sehr die ökonomischere Variante. Ja. Klingt ein bisschen brutaler. Ja. Aber das Englische ist ja auch brutal. Ja, also aus Wurmperspektive. Ja. So, aber Sie sehen eben auch, dass man diesen Interferenzen nur häufig genug ausgesetzt werden, dann kommt einem das schon gar nicht mehr irgendwie fremd vor. Was ich sehr schön finde, einfach so von, ja, weil man normalerweise fällt einem das vielleicht. Oder ich fange anders an. Es gibt ja diesen schönen Spruch, man nimmt nur wahr, was man weiß. Ja? Und das gilt für alles eigentlich. Ne? Also wenn Sie bestimmte Architekturdetails, bestimmte Architekturbegriffe nicht kennen und Sie laufen in der Stadt rum, dann nehmen Sie gar nicht diese ganzen Architekturelemente wahr, weil Sie gar nicht wissen, dass es ein Architekturelement ist. Ja? Und insofern, je mehr man also weiß, umso mehr nimmt man wahr. Und das ist auch übrigens eine sehr schöne Kompensation fürs Älterwerden, ja, weil man einfach so zwangsläufig dazu lernt und man weiß dann immer mehr. Ja, und deswegen nimmt man immer mehr wahr. Und das macht das Leben also kolossal spannend, wenn man älter wird. Ja, auch wenn man dann vielleicht schlechte Zähne hat oder sonst irgendwas. Aber man nimmt viel mehr wahr. Ja, und zum Beispiel,
was Sie jetzt wahrnehmen, ab heute, sofort ab jetzt, ne, ist zum Beispiel so schöne Wörter wie Danger de mort, ja, dass wir im Französischen ja eine Todesgefahr haben. Ne? Wir haben im Deutschen das Gleiche wiedergeben mit Lebensgefahr. Ist das nicht interessant? Ja? Eine Gefahr des Todes, ja? Was ja eigentlich auch vernünftig ist. Die Gefahr ist ja, dass man stirbt. Ja? Ist eigentlich keine Lebensgefahr. Ja? Ja, ich sage, naja, ist eine Gefahr für das Leben. Ja? Das Leben ist gefährdet, ja? Aber Sie verstehen trotzdem, was ich meine. Was aber auch sehr schön ist, auch eine Chair de Poule, ja? Das ist also die Hühnerhaut, ja? Und im Deutschen eben eine Gänsehaut. Ja, ist ja auch etwas, was man öfters mal hat. Ja? Oder was auch sehr schön ist, Tiroir im Französischen, das ist ein Dingsbums zum Ziehen, wie im Englischen auch, drawer, ja? Während es im Deutschen etwas ist zum Schieben, eine Schublade. Ja? Also das finde ich sehr schön, ja. Aber da können Sie sagen, das ist doch jetzt irgendwie kein besonderes Problem. Wir setzen nicht, ja, es geht ja auch nicht darum, dass das alles, was ich hier aufliste, Probleme sind. Also Sie können das sagen, das ist doch einfach eine lexikalische Tatsache, dass ich nun Tiroir mit Schublade übersetze. Es heißt nun mal so, aber es ist trotzdem, es werden andere Inhaltsmerkmale oder ja, es werden andere Inhaltsmerkmale verbalisiert. Ja? Und so. Das muss aber jetzt nicht mehr auf der Ebene einzelner Wörter stattfinden. Das können auch Syntagmen sein, also längere Phrasen. Ja, zum Beispiel, his failure to feel excitement, bla bla bla, was due to, bla bla bla, das und das, kam mal in der Klausur vor. Und da konnte man zum Beispiel schön übersetzen, also er war nicht scharf darauf, das und das zu machen. Ja, also, ja, he failed to feel excitement about the prospect of doing this or that. Ja. Und da konnte man eben auch sagen, er war nicht scharf darauf, jetzt unbedingt jetzt bei diesem Regenwetter zu Fuß an der Demonstration teilzunehmen oder so. Ja. Und das ist eben das Gleiche ausgedrückt, aber mit ganz anderen Wörtern. Was haben wir noch? Ja, noch was. Das Verfahren der Explikation oder Implikation. Also bei der Explikation wird der textinterne Informationsgehalt erhöht. Also der Text, der verbalisierte textinterne Information wird bei der Explikation erhöht. Also ich nämlich etwas erkläre. Bei der Implikation lasse ich es weg und sage, ja, das weiß man sowieso. Das ist implizit. Ja, das hängt auch davon ab, welche. Kommt er wieder hier? Ich muss aber aus. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, unter anderem eben auch von den Vorkenntnissen, die wir bei unserem Adressaten voraussetzen. Wenn er sagt, das weiß der Adressat sowieso, dann muss ich das nicht explizit machen. Ja, wir sprechen auch von Präsuppositionen, also das, was man voraussetzt, die Präsuppositionen, die wir in Bezug auf den Kenntnisstand unseres Adressatens voraussetzen. Wenn ich jetzt hier das Beispiel, wenn ich im Deutschen könnte ich zum Beispiel sagen, ich sollte vielleicht eher vom Englischen ausgehen, überlege ich gerade. Nee, ich gehe mal vom Deutschen aus mit einem, also das und das, die und die, zum Beispiel die Radschrauben oder die Zylinderkopfschrauben mit einem Drehmomentschlüssel auf 70 Newtonmeter anziehen. Ja, stimmt, sachlich ist in Ordnung. Da würde es aber reichen, im Englischen zu sagen, torque to 17 Newtonmeters. Ja, im Englischen habe ich nämlich ein Verb dafür, was wir im Deutschen nicht haben. Ja, im Englischen habe ich das Verb talk, und to talk to 70 Newtonmeters bedeutet eine Schraube mit einem Drehmoment von 70 Newtonmetern anziehen. Und das kann ich nur mit einem Drehmomentschlüssel. Ohne Drehmomentschlüssel geht das gar nicht, das ist drin. Ja, nun ist es aber im Deutschen ziemlich umständlich zu sagen, mit einem Drehmomentschlüssel auf 70 Newtonmeter anziehen. Es ist zwar klar, ich mache es explizit, dass ich dazu einen Drehmomentschlüssel brauche. Ja? Ich sage also, das unterstellt also, wenn ich zum Beispiel so ein populärwissenschaftliches populäres Reparaturhandbuch hätte, wie von die Reihe von Dieter Korb, jetzt helfe ich mir selbst, was sich an totale Laien richtet, ja? Dann würde man wahrscheinlich sagen, mit einem Drehmomentschlüssel auf so und so viel anziehen, damit der Laie weiß, lieber Laie, du brauchst jetzt einen Drehmomentschlüssel. Wenn du keinen hast, musst du einen kaufen. Ja? Und
Die Kurzfassung, die unterstellt, die impliziert, dass der Leser das weiß, dass ich den brauche, da kann ich es auch weglassen und kann sagen, mit 70 Newtonmeter anziehen. Der kundige Leser weiß, um das tun zu können, brauche ich eine Drehmomentschüssel. Und dass von einem Drehmoment die Rede ist, das sehe ich an der Maßeinheit, Nm, ist Newtonmeter. Ein Newtonmeter ist die Maßeinheit für ein Drehmoment. Und wenn ich sage, mit so und so viel Drehmoment anziehen, brauche ich einen Drehmomentschlüssel. Das ist alles, steckt hier alles drin. Also man könnte es im Deutschen auch kürzer ausdrücken, so kurz wie im Englischen, obwohl wir im Deutschen kein Verb dafür haben. Sehen Sie, was ich meine? Ne? Es ist wirklich ganz interessant. Ja? Übersetzungsverfahren. Warum habe ich das jetzt hier schon stehen? Ach, die Mutation, genau. Die Mutation kommt jetzt. Mutation bedeutet Änderung des denotativen Inhalts, also das, was konkret, auf was ich mich konkret beziehe, zugunsten eines anderen, anderen und dann invarianten, also nicht veränderten Textmerkmals. Zum Beispiel der Reimzwang in formbetonten Gedichten. Ja, es gibt auch inhaltsbetonte Gedichte, aber ein extremer Fall eines formbetonten Gedichts ist folgendes von Morgenstern, das nehme ich also immer gern als Beispiel, weil es auch so lustig ist, ja. Ein Wiesel saß auf einem Kiesel inmitten Bachgeriesel und so weiter und so weiter. Und da gibt es also eine englische Übersetzung davon, auch von dem ganzen Gedicht, nicht nur von diesen paar Versen. A weasel perched on an easel within a patch of teasel. Und also ist es ja gerade so genial, wie ähnlich das klingt. Ja, also das Klangerlebnis, ne? Also da mal dieses lustvolle Erlebnis des Gedichts ist doch praktisch genau das Gleiche. Ja? Es spielt überhaupt keine Rolle, auf was dieses Wiesel sitzt. Es ist ja schon toll, dass es überhaupt ein Wiesel ist. Ja? Wobei es eigentlich egal ist, dass es ein Wiesel ist. Ich Morgenstern hätte vielleicht auch sagen können, was ein anderes Tier, vielleicht ein anderes kleines, was können wir nehmen, ein Frettchen saß auf so einem Brettchen oder sowas. Ja? Nur war es halt kein Frettchen auf dem Brettchen, sondern ein Wiesel auf einem Kiesel, ist aber wurscht. Ja? Und deswegen ist es auch egal, wenn wir im Englischen sagen, a weasel perched on an easel, und easel ist eine Staffelei in a patch of teasel in einem Distelfeld. Ja? Aber es klingt genauso. Ne, wenn ich jetzt alles sagen wollte, es kommt mir nicht darauf an, dass es gleich klingt. Ich meine, wenn der Morgenstern wird sich was dabei gedacht haben, dass das Wiesel auf einem Kiesel sitzt, dann muss ich, und Kiesel heißt nun mal Pebble, ja, und dann muss ich dann sagen, a weasel perched on a pebble oder so. Ja. Aber dann ist doch der Klang weg. Und man muss sich dann als Übersetzer eben entscheiden, was ist jetzt wichtiger? Die denotative Invarianz, in beiden Fällen ein Wiesel, das haben wir ja schon, und dann aber bitteschön auch auf einem Kiesel, da muss ich halt Pebble sagen oder sowas ähnliches. Ja. Oder kommt es auf den Klang an, ist das wichtiger, aber dann stimmt halt der Inhalt nicht mehr. Ach, das wird langweilig, ne? Ach, wir müssen überhaupt, wir haben noch gar kein Frühstück gemacht. Warte mal, was kommt denn jetzt? Moment, was habe ich denn als nächstes? Wir machen die Übersetzungsverfahren noch fertig, ja? Dann haben wir das, ja? Die Adaption. Die Adaption. Bei der Adaption geht es, wie der Name schon sagt, um die Anpassung, und zwar die Anpassung inhaltlicher Textmerkmale an die Zielkultur. Zum Ausgleich, zur Kompensation soziokultureller Unterschiede zwischen Ausgangstext und Zieltext. Ja? Manche Leute sagen, das ist dann nicht mehr übersetzen, das ist dann übertragen. Also es gibt ja Leute, die Unterschiede machen zwischen übersetzen und übertragen und sagen, übersetzen sei etwas, was sehr, sehr eng am Ausgangstext orientiert ist. Und sobald ich inhaltlich davon abweiche, dass es dann eben kein Übersetzen mehr ist, sondern was anderes, etwas, was darüber hinausgeht, was die Kompetenz des Übersetzers überschreitet, gewissermaßen. Aber das ist jetzt nicht meine Position. Jedenfalls dazu gehört eben jetzt hier auch Adaption. Und dass zum Beispiel bei Korrezepten die Anpassung von Maßeinheiten und Zutaten an die Zielkultur. Das ist nun etwas, Korrezepte werden tatsächlich auch häufig übersetzt. Vielleicht nicht so viel, dass man davon leben könnte, weiß ich jetzt nicht. Aber denken Sie an Kochbücher zur englischen Küche, zur amerikanischen Küche oder zur australischen Küche, was auch immer, oder zu bestimmten, oder aus dem Französischen insbesondere. Es sind jede Menge französische Kochbücher, die übersetzt sind. Und da muss man dann auch überlegen, ob ich jetzt bei den Zutaten, ob ich alle Zutaten genauso tatsächlich auch in der Zielkultur die Zutaten, also lexikalisch korrekt
übersetzen kann, auch wenn ich weiß, dass es diese Zutaten in der Zielkultur gar nicht gibt, jedenfalls nicht mit vertretbarem Aufwand. Ja, das ist ja eine Grundsatzentscheidung. Das ist ja nicht mein Problem, wenn die Leute das in der Zielkultur nicht kriegen. Ich meine, ich habe hier ein englisches Rezept, wie man Trifle macht beispielsweise, und das ist doch nicht mein Problem, wenn die in Deutschland die Zutaten nicht finden. Ja, ist es nun mal ein Trifle-Rezept, dann müssen wir gucken, wo sie das beschaffen. Ja? Oder man sagt, naja, man kann es ernährungsweise auch durch andere Zutaten machen, schmeckt fast genauso. Ja? Also das wäre dann die Adaption. Maßeinheiten zum Beispiel natürlich auch. Und jetzt ein anderes Beispiel aus dem Bereich der Technik. Das ist auch nicht jetzt irgendwie erfunden oder so, sondern kam auch wirklich mal vor. Da war also in einem Text, das war zwar eine andere Abbildung, aber da stand in einem Lehrbuch über Kraftfahrzeugtechnik die Formulierung, Figure 12 shows a typical transmission. Und dann kam ein Bild, das war nicht genau das, sondern aber ein analoges Bild. Figure 12, typical transmission. Ja, und gibt es jemand unter Ihnen, der sich einigermaßen auskennt mit Autos? Was ist das für eine Sorte von Getriebe, das Sie hier sehen? Sehen Sie alle nicht, ja. Ja. Also gut, jemand, der sich ein bisschen auskennt, sieht sofort, ja, ist ein Getriebe, ganz klar, und ist ein ganz typisches, Transmission heißt Getriebe, das habe ich jetzt mal vorausgesetzt, dass Sie das wissen. Ja, also, das ist immer die Sache mit den Präsuppositionen. Ja, also das ist also im Ausgangstext, war ein amerikanischer Ausgangstext, also schon die Tatsache, dass hier für Typical Transmission dieses Getriebe gezeigt wird, würde dem Insider schon mal sagen, es war ein amerikanischer Text, weil nur in den USA das ein typisches Getriebe ist. Weil das ist das typische Automatikgetriebe in den USA. Ja, vor allen Dingen nicht mehr ganz heute, sondern bis immer noch, ja, Prototypen halten sich ja ziemlich hartnäckig. Das geht jetzt zu weit. Ich blocke das ab. Es gibt modernere Getriebe, die sehen ein bisschen anders aus, aber trotzdem ist das der Prototyp. Wenn Sie in den USA sagen, wie sieht da ein typisches Getriebe aus, dann sagen, ist es das. Ja, so. Aber ich kann in einem deutschen Text unmöglich diese Abbildung haben und darüber schreiben, typisches Getriebe. Das wäre zwar die lexikalisch denotativ korrekte Übersetzung, ist aber sachlich falsch. Ja? Es ist nicht kulturangepasst, weil bei uns haben ganz wenige Autos, 10% aller Autos haben so ein Getriebe. Ja? Während in den USA 90% der Autos haben ein Automatikgetriebe und davon vielleicht 70% der Autos diese Sorte von Automatikgetriebe. So, was wir aber sagen könnten, wenn wir die Abbildung lassen müssen, ja, wenn wir die Abbildung lassen müssen und nicht ändern können, dann können wir sagen, wahrheitsgemäß, typisches Automatikgetriebe. Das stimmt wieder. Ja, das, was wir sehen, ist ein Automatikgetriebe, ist ein typisches Automatikgetriebe, und dann stimmt das, was wir in der Abbildungstitel sagen, passt zu dem, was wir sehen. Man könnte sich dann in der Zielkultur fragen, warum kriege ich jetzt hier ein Automatikgetriebe gezeigt, wo doch nur 12% aller Autos in Deutschland Automatikgetriebe haben. Das ist eine andere Sache. Aber jedenfalls hätten wir jetzt hier mal Kohärenz geschaffen zwischen nonverbaler Information und verbaler Information. Also durch Adaption. Wir sind noch bei den Übersetzungsverfahren. Es geht jetzt immer mehr in die Bearbeitung über. Man kann noch Zusätze hinzufügen. Man kann den Text auch kürzen, indem man also absichtlich, also es geht nicht um was vergessen, also weglassen im Sinne von, ich habe es übersehen und vergessen. Ja? Intentionale Änderung des Informationsangebots im Zieltext. Zum Beispiel bei kommentierten Übersetzungen oder Zusammenfassungen. Aber das kann auch bei ganz normalen Übersetzungsaufträgen passieren, wenn zum Beispiel, gerade um das Standardbeispiel der Betriebsanleitung zu nehmen, da kann es sein, dass eine Betriebsanleitung steht, also wie bei allen Anleitungen aus den USA, über PKWs, dass ein Kapitel drin vorkommt, Important for Vehicles Sold in Canada. Ja, das ist so ein Standard-Textbaustein, der kommt fast überall drin vor. Es ist natürlich witzlos, wenn Sie jetzt den Betriebsanleitung ins Deutsche übersetzen, da vorne sich der Mühe zu machen, eine Seite zu übersetzen, schreiben, wichtig für die Fahrzeuge, die in Kanada verkauft wurden. Ja, das ist für den deutschsprachigen Markt, und da ist dieser Passus ist irrelevant. Es gibt noch andere Passagen, die ebenfalls irrelevant sind, die man dann auch weglässt. Ja, in Absprache mit dem Auftraggeber muss man natürlich sagen, Achtung, liebe Auftraggeber, die Passage würde ich weglassen, wenn Sie wollen, lasse ich es weg, oder entweder man sagt es vor, oder man lässt schon mal, ja,
können wir noch später nochmal drüber reden, ob man das vorher fragt oder ob man es gleich macht. Jedenfalls, dass man dann anbietet, sagt, aus die und die Passagen müssen weg aus den Gründen, oder dass man umgekehrt auch sagen kann, also hier ist üblicherweise bei dieser Textsorte ist üblich in der Zivilkultur, dass da jetzt diese Passage drin steht. Zum Beispiel aus Umweltschutzgründen gedruckt auf chlorfreiem Papier, bla bla bla, was in deutschen Texten fast immer dabei steht bei Anleitungen, aber in amerikanischen Texten nicht so oft wie bei uns. Ja? So, dann, das ist ein Punkt, auf den wir dann später noch nach der Mittagspause zurückkommen. Korrektur als Übersetzungsverfahren. Korrektur kommt in Frage dann, wenn der Ausgangstext nicht so gut formuliert ist, wie er sein könnte. Ich nenne das immer suboptimal. Also wenn bei suboptimalem Ausgangstext die Rekonstruktion des im Ausgangstext eigentlich Gemeinten im Zieltext. Ja, das ist übrigens auch etwas, was wir auch gestern schon, sagen wir, was schon anklang, was ich aber an der Stelle nicht jetzt betont habe. Wenn jetzt Hieronymus sagt, du suche den Sinn und übersetze den Sinn. Ja, was ist jetzt der Sinn? Das, was er wirklich gesagt hat oder dass er was wirklich gemeint hat? Das erleben wir doch im Alltag auch immer wieder, in der Alltagskommunikation. Man redet mit irgendjemand und das reagiert der andere nicht so, wie man es eigentlich erwartet hat. Und dann sagt er, ja, du hast doch gerade das und das gesagt. Und dann habe ich nicht gesagt, doch, hast du wohl gesagt. Ach so, ja, aber das habe ich nicht so gemeint. Ja, das passiert doch ständig. Das passiert auch in gedruckten Texten. Ja, mein Standardbeispiel ist auch in der Fachwelt, in der Fachkommunikation, dass durchaus auch Leute, die sich auskennen, von Sprengring reden, sagen das und das ist ein Sprengring und meinen aber Federring. Ja? Und ein Sprengring und ein Federring sind zwei grundverschiedene Sachen. Ja? Und Sprengringe kommen im Zusammenhang mit Schrauben überhaupt nicht vor, aber Federringe ist ein Sicherungselement für Schrauben, das allgegenwärtig ist. Ne? Und wenn jemand sagte, ach du, ich brauche für die Schraube so und so noch einen Sprengring zum Unterlegen, dann wissen wir als sachkundiger Übersetzer, ist schon recht, ich übersetze nicht das, was du gesagt hast, sondern das, was du gemeint hattest, was du hättest sagen sollen, Federring. Und Federring ist was völlig anderes. Also, ja, kommt später noch. Ja. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, das, ja, was ich meine. Ne? Unabhängig davon, was ich gesagt habe. Ja. So, also wenn jetzt zum Beispiel, kommen noch eine Menge Beispiele bis zum Abwinken. Wenn es also in einem Handbuch über Schweißtechnik ein gedrucktes Lehrwerk, also wirklich, und Lehrbücher sind normal sehr sorgfältig lektoriert, wenn da steht saure Schnittflächen. Ja. Das Wort sauer gibt es ja, ja. Also man solle beim Schweißen auf saure Schnittflächen achten. Ja. Dann können wir sagen, ja, gut, dann übersetze ich eben, steht doch da, take care, to ensure acid cutting edges. Ja. Ist natürlich blanker Unsinn, wieso denn saure Schnittflächen? Ja. Gemeint hat er natürlich saubere Schnittflächen, es fehlt halt ein B. Ja. Und bin ich dann ein treuer Übersetzer, wenn ich jetzt sauer übersetze, weil es da steht, wenn ich doch gleich merke, das hat er aber nicht gemeint, das ist einfach ein Tippfehler. Ja? Also das wäre dann eine Korrektur, die man vornimmt. Da kommen wir, wie gesagt, ich verbringe damit bis zum Abwinken nur etwa 2 Stunden mit dem Thema. Oder eine, mal sehen. So, das nächste sind dann, da hören wir auf, machen wir jetzt die Pausenzäsur und dann machen wir weiter mit verschiedenen Indifferenzphänomenen.